Kayvan Sufi Siavash, Geheimdienst, PDD, AI, Bitcoin, Hip-Hop und Gott. Um jetzt mal Gurdjieff zu zitieren, auch wenn der euch nicht sagt, wir schlafen. Weil wir kennen uns nur in der erzogenen Version. Wir kommen in ein Schulsystem und wir machen das, was man uns sagt, wiederholt durch Wiederholung. Das heißt, wir kennen Das ist die wahre Matrix, Digi. Uns eigentlich nur aus zweiter Hand. Wer wir wirklich sind, das wissen wir gar nicht. Wenn man nicht allein sein kann, dann kann man auch nicht zu sich finden. Ja. Bars, Bro. Die können 2-3 Themen rausschmeißen in die Öffentlichkeit und unsere Emotionen sind schon beeinflusst so. 3-4 Infos, 3-4 Nachrichten, 3-4 TikToks und deine Emotionen, deine Vibes, deine Energy, dein Leben ist schon wieder verändert so. Das musst du dir mal reinziehen. Die meisten Leute haben gar keine Kontrolle mehr über sich selber oder über ihr Leben so. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video an. Wir ziehen uns ein Video an. Ich ziehe mir das Video an. Als Hut. Und zwar als Aluhut. Haut's, Kurve gekriegt, na Mann. Wir ziehen uns ein neues Video rein, welches heißt 100% Real Talk 182. Kayvan Sufi Siavash. Geheimdienst, PDD, AI, Bitcoin, Hip-Hop und Gott. So, wir sind drin, meine lieben Freunde. Ich habe mir da schon ein bisschen was zu reingezogen und habe mir hier eine Stelle rausgesucht, auf die ich gerne reagieren würde. Und das machen wir jetzt. Wir gucken uns nicht das ganze Interview an, sondern gewisse Stellen, die ich interessant und nice finde. Wir gehen rein, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. Krieg hatte immer noch eine Nebenfunktion, nämlich eine zu viel gewordene Bevölkerung, in diesem Fall männliche Bevölkerung, loszuwerden. Das wird heute eben vollkommen fair, werden auch Frauen an die Front dürfen. Das muss ja alles fair sein. Geschlechtergerechter dürfen jetzt auch Frauen, andere Frauen an der Front erschießen. So, Titanic, nächste Titanic, die untergeht, Männer und Kinder zuerst. Wichtig. Geiler Talk, Shoutouts an Boogie und Belasch auf jeden Fall. Ja, Mann, Alter, ich will auf jeden Fall einen Ken-Talk noch machen. Das wird auch zustande kommen. Gott wird die Wege zueinander führen. Bin ich mir sicher. Oder andere Männer. Aber wir sehen natürlich jetzt hier insofern einen großen Showdown, weil der Dollarraum geht kaputt. Der Dollar wird nach wie vor als Leitwährung genutzt, erfährt aber immer mehr Alternativen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die BRICS-Staaten. Und wenn du jetzt nicht irgendwie hart gegen sie eingreifst, dann ist es nicht mehr zu leugnen, dass wir uns in einer multipolaren Welt befinden. Und da ist eigentlich die Ukraine nur eine Erfindung, sich da zu entzünden, damit man über Russland an China rankommt, bevor China große Teile Europas quasi auch wirtschaftlich erschließt. Und so sieht man das. Und deswegen guckt ihr mal an, diejenigen, die diesen Krieg unbedingt haben wollen, nehmen an ihm nicht teil, personell, die Amerikaner. Und die Briten sind vorher ausgestiegen, Brexit. Und wenn man das eben so denkt, wie sie das denkt, diese Eliten dann eben denken, dann sagt man sich, es ist auch interessant, sehr viele junge Menschen, Männer aus dem Orient, sage ich jetzt mal, nach Deutschland reinzulassen, ohne Pass, die aber nur mit Uniform an die Ostfront ausreisen können. So. Das war jetzt krass, Digga, gerade das Statement, ne? Hat man so noch nicht gar nicht drüber nachgedacht, Digga. Vielleicht haben wir extra so viele Flüchtlinge in unserem Land, weil das quasi die Vorbereitung auf ein War ist, Bro. Denken die. Und ich habe mir inzwischen dieses Denken zu eigen gemacht. Man muss diese Menschen wie Menschenmaterial so, sie werden hin und her geschoben und was kann am Ende passieren, dass sie verbraucht werden. Und letztendlich ist es so, dass wir in der Industrierevolution 4.0 nicht mehr so viele Leute brauchen. So, ich glaube nur, dass ein großer Fehler in der militärischen Denke dahingehend besteht, dass wir es mit einem Staat zu tun haben, der über Nuklearwaffen verfügt. Und dass Nuklearwaffen eingesetzt wurden, das war nur in der Zeit der Fall, als es nur einen Staat mit Nuklearwaffen gab. Die Amerikaner haben damals Hiroshima und Nagasaki platt gemacht, atomar, weil sie wussten, da wird es keinen Gegenschlag geben. Heute gibt es zahlreiche Atomstaaten und jede Menge Atombomben, die du nicht kontrollieren kannst, allein über U-Boote, die irgendwo rumfahren. Das heißt, sich mit einer Atommacht anzulegen, bedeutet heute auch, damit zu rechnen, dass die, und dass du dann aber auch, also die Erstschlagfähigkeit, das versuchst du eben, das auszuhebeln nach dem Motto, okay, wir werden auch ein paar Treffer bekommen, aber von... Was meint der Chat? Wird es irgendwann dazu kommen oder nicht? Dann ist nichts mehr übrig. Das heißt, es gibt Militärstrategen, die sind natürlich irre, die glauben, man könne einen Atomkrieg gewinnen. Ja. Und das ist krass. Muss man sich einfach mal auf der kleinen Rinde zergehen lassen. Und mein Appell ist einfach an alle, die das hören, sich die Frage stellen, die spielen da ja schon mit unserem Leben. Weil was es bedeutet, einen Nuklearkrieg zu zünden, das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur eins, die Bomben von damals, ja, das sind heute die Zünder der Atombomben. Da reicht eigentlich eine Bombe für jede Großstadt in Europa. Die sind in ein paar Minuten aus Russland hier. Und ein Treffer in La Hague, das ist die Wiederaufbereitungsanlage. Und da lagern 90 Tonnen Plutonium. Aber allein, wenn man sich... Oh,
anschaut, was wir an atomarem Material haben, also in kleinen Raketen als Granaten, wo ich denke, seid ihr eigentlich irre? Ist euch klar, da kommt es zu einem nuklearen Winter, ja. Das ist alles irre. Aber diese Menschen, die das planen. Ich muss mir den Film Oppenheimer reinziehen. Das ist auch krass, ne? Das ist ja quasi die Erfindung der Atombombe, ne? Der Oppenheimer. Hab auch gehört, dass er am Ende sich gedacht hat, was habe ich hier nur erfunden? Alleine krass, dass wir Menschen auf die Idee gekommen sind, sowas zu machen. Ne? Das ist schon crazy. Ja. Gehen auch mit den Verlusten um, sagen. Der Film ist nicht so geil, ist nicht geil? Dann sind hier, sind 2,4 Milliarden Leute weg, da 1,8 und so weiter. Und am Ende, die noch übrig bleiben, das reicht uns eigentlich. Und diese Art von Denke ist natürlich menschenverachtend. Oder sind wir wieder beim Menschenbild? Ich glaube aber, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann sollten wir etwas verstehen. Jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht's in die Themen rein, die ich unbedingt mir reinziehen wollte mit euch hier zusammen. Wir befeuern diese Systeme und geben ihnen Macht, indem wir ihnen unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit geben. Weil das reine Diskutieren darüber, wie wir das jetzt eben tun, das ist die Analyse. Das hat uns aber noch nie tatsächlich weitergebracht, sondern eigentlich immer mehr depressiv gemacht und die Ohnmacht, weil da kann man ja gar nichts machen. Man kann schon. Deswegen ist es auch so wichtig, Lösungen zu präsentieren, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es auch so geil, dass so ein Kayvan zum Beispiel auch mittlerweile auf den Trichter gekommen ist, dass die Lösung in uns liegt und nicht im Außen. So. Weil wenn du dich den ganzen Tag mit dem Außen beschäftigst und vor allen Dingen mit dem negativen Außen beschäftigst und guckst, was in der Welt alles Böses läuft, so, dann kommst du an diesen Punkt eventuell, wo du depressiv bist, wo du nur noch negativ eingestellt bist, wo du überall nur Böses vermutest und wo du voll getrennt bist von dir selber und eigentlich nur noch in Angst und Schrecken lebst und in negativer Energie. Energy. So. Deswegen ist es voll wichtig, am Ende dieser ganzen Recherche zu checken, dass die einzige Lösung in dir ist. Und etwas machen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, indem man diesen Menschen seine Aufmerksamkeit und seine Energie entzieht und die Alternative lebt. Ich glaube, dass wir, die wir in der Mehrheit sind, die meisten Menschen sind friedlich. Es sind nur einige wenige, die nur über Krieg denken können, aber die Medien beherrschen und so tun, als wären sie die Mehrheit. Wenn die meisten Menschen anfangen, sich über Frieden Gedanken zu machen und darüber Gedanken zu machen, ob sie auch schon kriegerisch groß geworden sind, das sind wir, durch Konkurrenzdenken, dass wir dann zu einem ganz anderen Menschenbild kommen, weil ich glaube, dass wir alle, um jetzt mal Gurdjieff zu zitieren, auch wenn der euch nicht sagt, wir schlafen. Weil wir kennen uns nur in der erzogenen Version. Wir sind letztendlich, wir kommen in ein Schulsystem und wir machen das, was man uns sagt, wiederholt durch Wiederholung. Das heißt, wir kennen. Das ist die wahre Matrix, Digi. Uns eigentlich nur aus zweiter Hand. Wer wir wirklich sind, das wissen wir gar nicht. Deswegen ist es so interessant, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat. Die sind sehr natürlich, die sind sehr ursprünglich. Sind oder Tiere. Ganz anders. So, und wir alle gehen miteinander um in einer erzogenen. Deswegen ist es als Mensch auch so faszinierend, wenn du Kinder beobachtest oder Tiere beobachtest oder die Natur beobachtest, weil du dann merkst, und deswegen beruhigt es uns Menschen überhaupt, weil wir, wenn wir das angucken, checken, dass die Natur einfach nur ist, dass Tiere einfach nur sind. Und es erinnert uns daran, dass wir das eigentlich auch können und somit auch diese ganzen Probleme, die wir haben und diese ganzen Gedanken, die wir den ganzen Tag haben, eigentlich loslassen können und am Ende trotzdem immer noch sind. Und das ist der Grund, warum uns Natur beruhigt. Deswegen sage ich auch, geht in die Natur, geht barfuß in die Natur, beobachtet Tiere. Schaut euch Kinder an, wie die durchs Leben gehen, so weißt du. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir dieses innere Kind in uns niemals sterben lassen und versuchen, den Kontakt zu dem immer zu behalten. Weil als Kinder haben wir nicht so viel nachgedacht, wie wir es heute tun. Da waren wir einfach nur und haben einfach nur getan, was wir getan haben, ohne darüber nachzudenken. Eine Version. Wir sind alle ellbogenmäßig dran und das müssen wir ablegen. Aber dazu müssen wir es erstmal erkennen. Wir müssen erstmal erkennen, dass unsere Art der Beurteilung eines anderen Menschen oder eines Systems immer aus der Konkurrenzsituation kommt. Immer Recht, nicht Recht haben. Und ich glaube einfach, am Ende des Tages müssen wir verstehen, dass das Einzige, was wir wirklich, wenn wir wirklich etwas ändern wollen, dann können wir nur uns selbst ändern. Genau so, das ist das, was ich auch immer wieder sage hier in den Streams. So. Wenn du was verändern willst, musst du dich selbst verändern. Das ist die ultimative Veränderung. Das ist die größte Veränderung, die du in der Welt schaffen kannst, ist, indem du dich selbst veränderst. Und nicht, indem du versuchst, anderen Leuten irgendwas einzutrichtern oder andere zu verändern oder im Außen irgendwas zu verändern. Wenn du dich selbst veränderst, dann hast du den größten Teil dazu beigetragen zur Veränderung, den du beitragen kannst.
Wenn wir uns nicht selbst, also das ist das, die einzige Person, an der, wo ich Möglichkeit habe, etwas zu ändern, das ist schon schwer genug, ist mein Verhalten zu ändern. Du weißt doch, wie das ist, du hast Gewohnheiten. Man kann sich nur selber toppen, sagt auch mein Mentor oder mein Partner sagt auch immer, man kann sich nur selbst ändern. Sei du die Verbesserung. Ja, du hast Gewohnheiten. Sich von Gewohnheiten zu trennen, zum Beispiel Rauchen, ist unglaublich schwer. Boah, Ken, ich habe mich gerade vom Neuroleptiker getrennt, seit 20 Jahren, dank meinem Partner, es war die Hölle. Stabil, Bro, ich küsse dein Herz. Seit 5 Wochen bin ich auf null und ich sage dir, man sieht erst danach, was man gemacht hat. Da sind wir ja beim Thema. Auch die Leute, deswegen reißt es oft den Leuten den Boden weg, wenn man die damit konfrontiert. Ne? Weil ich sage auch wie du, ich denke, Bela wird mir das auch bestätigen, der denkt auch so, dass wirklich ganz wenige Leute wirklich schlecht sind. Nur ganz wenige Schlechte manipulieren immer. Was ist Neuroleptiker? Ich denke mal irgendeine Psychopharmaka, Bro. Die Dumme, die dann Schlechtes machen. Neuroleptika gehören zu den sogenannten Psychopharmaka. Diese Medikamente beeinflussen die Aktivität im zentralen Nervensystem und wirken auf psychische Funktionen. Neuroleptika, Antipsychotika werden vor allem bei Psychosen angewandt. Psychosen sind psychische Erkrankungen, die mit veränderndem Erleben einhergehen. Wir werden erzogen, dass wir Autorität akzeptieren. Das passiert ja in der Schule. In der Schule lernen wir als Wesen, die sich bewegen wollen. Finde ich gut, dass er davon weg ist, Digga. Stabil, Boogie. Liebe geht raus an dich. Still zu sitzen, das geht gegen unsere Gefühle. Und wir kriegen diesen unsichtbaren Lehrplan verpasst, nämlich du kriegst gute Noten fürs Gehorchen. Nicht für die Noten, also nicht für den Stoff, sondern für die, für und dann kriegen wir gute Noten, dann kriegen wir später einen guten... Fürs Auswendiglernen. Und dann kriegen wir unsere ganzen, wir kriegen dann schöne Frauen, schönes Auto, schönes Haus. Musst du dir mal überlegen, so werden wir beeinflusst quasi. Wir kriegen gute Noten dafür, indem wir uns unterordnen, indem wir gehorchen, indem wir nicht mehr frei sind. Man nimmt uns quasi da die Freiheit komplett weg, wenn man sich davon zu krass beeinflussen lässt. Wenn du ein nach Freiheit strebender Mensch bist, brichst du auch irgendwann da wieder aus. Aber es ist schon krass, dass uns das so beigebracht wird. Und umso mehr du dich dieser Autorität unterordnest, habe ich auch damals gemerkt. Irgendwann habe ich angefangen, einfach ein Spiel zu spielen in der Schule. Ich habe einfach so getan, als ob ich mich unterordne. Und dann bin ich richtig krass gut durchgekommen. Ich war dann auf einmal der Liebling der Lehrer, weil ich mich einfach hundertprozentig untergeordnet habe. So. Ich habe quasi keine eigene Meinung mehr gehabt oder mein eigenes Sein ausgelebt, sondern einfach nur das gemacht, was die von mir wollen. Und das hat gut funktioniert. Aber zum Glück habe ich das nur gespielt und bin danach wieder frei geworden. Und so. Weil das nimmt dir natürlich auch diesen freien Geist auch, deinen Traum zu leben oder das zu machen, für was du bestimmt bist, so. Oder da auszubrechen, um was anderes zu tun. Das ist alles Schmerzensgeld. Das hat mit unserem Leben nichts zu tun. Und das ist einfach so. Und ich glaube, dass wenn wir heute, wir vergleichen die ganze Zeit. Wir vergleichen uns und alle, wie weit die es gebracht haben. Und so. Und ich glaube, dass wir jetzt, auch spätestens mit Corona, eine Riesenchance haben, nämlich, warum wir eigentlich immer im Battle denken. Stabiler Polak gesagt, Kinder brauchen das, gehört zur Erziehung. Glaubst du, Digga? Hast du mal Kinder kennengelernt, die frei groß geworden sind und den Unterschied gesehen zwischen den Kindern und den Kindern, die die ganze Zeit quasi eine Autorität haben und nicht frei groß werden? Das glaubst du, dass die das brauchen? So. Das Einzige, was die brauchen, sind liebende Eltern, die versuchen, sie auf den richtigen Weg zu leiten. Und kein irgendein Hans-Peter, der da steht und denen sagt, dass sie die Schnauze halten sollen, wenn die mal gerade aktiv sind. Gerade Jungs. Jungs lernen nicht gut, wenn die still sind. Die brauchen Bewegung. So. Das tut uns Menschen nicht gut. Dieses Untenhalten die ganze Zeit in der Schule und so. Das tut uns einfach nicht gut. Das macht und das entfreit uns quasi. Denken immer an Klickzahlen. Wer hat mehr verkauft? Das ist ständig wir setzen uns ständig in Konkurrenz. Wo stehen die anderen? Sind die weiter als ich? Der kann sich mehr leisten. Wie soll das später werden? Und da sind wir dabei, dass wir so leben, wie wir leben. Und das hat mit einem inneren Gefängnis zu tun, was in uns geschaffen wurde. Und dieses Gefängnis heißt einfach Angst. Die meisten Menschen sind in Beziehung aus Angst. Und zwar aus Angst, allein zu sein. Mhm. Und das ist genauso, wenn man nicht allein sein kann, dann kann man auch nicht zu sich finden. Ja. Bars, Bro. Bars. Und das heißt, wir müssten erstmal verstehen. Das muss man sich tätowieren lassen eigentlich. Wenn man nicht alleine sein kann, kann man auch nicht zu sich finden. Hallo? Habt ihr das alle aufgenommen? Könnte von dir kommen. Ich weiß. Kenne Seelenverwandter sowieso.
lasst das mal bitte wirken. Alle von euch. Wenn man nicht alleine sein kann, kann man sich auch nicht selbst kennenlernen und finden. Dass wir als Wesen auf diese Welt kommen. Wir sind ja spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen und nicht umgedreht. Uns kann am Ende des Tages nichts passieren, weil letztendlich ist es so, dass wenn wir, der Tod bedeutet, die Karten werden neu ausgegeben. Mehr passiert da eigentlich. Wenn wir das realisiert hätten, dass der Tod nichts Schlimmes ist, sondern der Tod ist einfach nur, wie wenn du in eine neue Musikrichtung einwählst, dann könnte man uns ja damit gar nicht mehr erpressen. Und wir erpressen uns alle gegenseitig, zum Beispiel, indem wir den Ruf kaputt machen, wovon sie nicht leben, oder aber eben durch Corona bleibt. Was wirklich nach dem Tod passiert, wissen wir nicht. Der hat es jetzt so gesagt, als ob er weiß, was nach dem Tod passiert. Aber am Ende des Tages hat er recht. Diese Angst vorm Tod macht uns kontrollierbar. Also, weil wir Angst davor haben zu sterben. Das ist auch der einzige Grund, warum wir Dinge jagen. Weil wir Angst davor haben, dass wir es in dieser Zeit auf der Erde nicht mehr schaffen, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Und dann haben wir Zeitdruck, dann haben wir Stress, dann haben wir Angst, dann jagen wir Dinge. So. Wenn wir keine Angst vorm Tod hätten, und das Mindset hätten, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist und dass wir eigentlich alle Zeit der Welt haben und uns keinen Druck machen müssen. So. Überleg mal, wie die meisten Menschen dann durchs Leben gehen würden. Wie viele happy, glückliche Menschen würdest du dann auf einmal in Deutschland rumlaufen sehen? So, einfach im Moment, Bro. Ich mache mein Bestes jeden Tag. Ich denke nicht darüber nach, was in 10 Jahren, 5 Jahren. Ich gebe einfach jeden Tag mein Bestes. Versuch, meinem Herzen zu folgen. Versuch, Gott durch mich durchfließen zu lassen und dass er mich auf den richtigen Weg treibt und dahin, wo ich hin soll in diesem Leben. So. Homo, sonst mache ich dir kaputt. Ständig, und wie soll das alles weitergehen? Niemand ist tatsächlich in der Lage, etwas an dem Fall. Oder diese ganzen Horrorszenarien durch, ey, der nächste Weltkrieg oder da ist wieder was und hier wurden Bomben und da und Deutschland könnte eventuell und Regierung und diese ganzen Sachen so. Das würde alles gar nicht mehr so viel eine krasse Rolle spielen so. Die meisten Menschen würden gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit dahin lenken von sich selber, sondern würden sich in erster Linie eigentlich auf sich selbst und den göttlichen Kern in sich konzentrieren und versuchen, da nah dran zu bleiben. Und dann wären die meisten Menschen meiner Meinung nach viel glücklicher. Lauf zu Ende. Die Dinge, wie sie sich ereignen in deinem Leben, haben sehr stark mit deiner Einstellung zu tun. Und die Macht besteht zum Beispiel darin, das ist auch mein Rat an viele, die sich digital zubomben, leg das mal weg, wir gucken das zu viel. Leg das mal weg und konzentriere dich auf das, was ist, auf das Jetzt. Das können wir nicht. Wir leben immer aus der Vergangenheit für die Zukunft, aber wir leben nie im Moment. Und wenn man sich mit den großen Philosophen beschäftigt, ja, ich nenne jetzt mal Krishnamurti zum Beispiel, ja, oder Eckhart Tolle, wie so immer ein Buddha, es geht darum, im Jetzt. Haut, Krishna, Eckhart Tolle und Buddha, Digga. Einfach Eckhart Tolle mit Buddha in einem. Ich weiß, was er meint, Digga. Leben. Weil wenn wir oder Jesus über Politik unterhalten, dann unterhalten wir uns immer, wie es wird, wie es ist. Also aus der Vergangenheit. Aber es hat ja mit unserem Leben gar nichts zu tun. Und wenn wir das weglegen. Gestern habe ich eine Jesus-Vision gehabt im Schlaf, beziehungsweise in der Meditation. Krass, da ist ein Eichhörnchen. Einfach jumpt von Baum zu Baum, ja. Überleg mal, weißt du, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, Bro, der ist einfach frei. Der springt einfach. Hüpft in den Man, Alter. Come on. Voll wild auch, ne? Das Eichhörnchen so hoch in den Bäumen quasi einfach rumjumpen. Die können ja nicht fliegen, Digga. Auf jeden Fall habe ich gestern eine Jesus-Vision gehabt, so. Eigentlich, ich muss wieder mit Podcasts starten. Da hatte ich auch die Vision, wieder mit Podcasts zu starten. Um meine Theorie aufzustellen. Ich habe mal damals einen Podcast gemacht, die Sonnentheorie zum Beispiel. Und jetzt habe ich eine Jesus-Theorie, Digga. Eigentlich würde ich darüber mal, muss ich machen, Digga, safe. Würden und das Fernsehen nicht anmachen würden, die Nachrichten, dann würde niemand wissen, wer ein. Woher weißt du, ob es Jesus war? War Yeshua, stimmt, hast recht. Bundesminister ist, niemand würde den Bundeskanzler kennen, weil der spielt ja gar keine Rolle. Jetzt kann man sagen, warum sollte ich das tun? Jeder kann davon sich behaupten, dass er auf die Gruppe. Rita sagt, ich habe letztens von Leon geträumt. Ich bin wohl zu viel in deinen Streams. Ein gutes Zeichen. Wenn du Leon siehst im Traum, dann ist alles gut. Das ist ein gutes Zeichen, es geht in die richtige Richtung. Geschehnisse keinen direkten Einfluss hat. Du hast keinen direkten Einfluss darauf, was die Grünen machen. Wenn du eh keinen direkten Einfluss darauf hast und eh glaubst, dass deine Stimme verloren ist in der Partei, dann musst du dich damit auch nicht mehr beschäftigen. Dann beschäftige dich mit etwas anderem, weil die große Macht besteht ja darin, wenn niemand von uns mehr diese Medien gucken würde, dann wüssten wir gar nicht, dass Wahlen sind. Und wir wären auch gar nicht regierbar. Erinnere mich an den Spruch. Würden die dann nicht hinterm Rücken quasi dann alles trotzdem weiterhin durchsetzen? Wer soll das denn machen? Wer soll das denn durchsetzen? Die es jetzt gerade machen. So. Die,
Das Problem ist, ist eine philosophische Frage, weil da machen immer noch Leute mit. Aber stell dir mal vor, niemand wüsste, dass Wahl ist. Dann könnte auch keiner den Anweisungen folgen von den 700 Leuten im Bundestag. Die niemand wüsste, dass es Wahlen gibt. Aber Klaus Schwab würde es ja trotzdem weiterhin geben. Und das WEF und diese ganzen regierenden Menschen. Und die würden ja trotzdem die Dinge umsetzen, die sie umsetzen wollen. Und du hast ja trotzdem, bist du ja noch gezwungen, quasi am Leben teilzunehmen. Das heißt, du musst ja zu einem gewissen Maße dich dann auch damit auseinandersetzen, wenn du zum Beispiel ausreitest. Wir sind ja in dieser Welt schon drin. Wir sind so tief in dieser Welt drin, dass es halt auch voll schwer ist, aus dieser Welt auszubrechen. Alleine wenn du überlegst, sagen wir mal, du beschäftigst dich mit nichts mehr. Aber du willst dann auf einmal reisen. Und da ist ein Gesetz rausgekommen, dass du als Deutscher nicht mehr reisen darfst, wegen Klimawandel. Nicht mehr weiter als Malle. So. Du willst aber nach Mexiko reisen. Ja, spätestens am Flughafen, wenn du nach Mexiko reisen willst, so wirst du merken, geht nicht mehr. Das heißt, diese ganze Scheiße hat dich immer noch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise unter Kontrolle. Sich komplett abzukapseln von dieser ganzen Scheiße, da musst du halt wirklich in den Dschungel oder auf eine einsame Insel oder so, was mein Ziel ist auf jeden Fall, und dann da dein eigenes Ding aufziehen und dann kannst du wirklich einen feuchten Fick darauf geben, was die Regierungen und was die Politiker und diese ganze Entwicklung, AI und diese ganzen Sachen, dann kannst du da wirklich einen feuchten drauf geben. Reden da und guckt gar keiner. Stell dir vor, es kriegt keiner, geht hin. Ja, dann die wahren Macher kannst du nicht wählen. So. Dann guckt's gar keiner. Und ich glaube. Aber du gehst doch trotzdem einkaufen. Du benutzt doch das Geld trotzdem, um bei Amazon den Vorstand fetter zu machen. Das mag ja sein, aber die könnten keine Kriege ausrufen. Die könnten diese Machtverhältnisse machen. Ich glaube. Okay, sagen wir mal, es würde Krieg geben und keiner würde hingehen. Was würde dann passieren? Würden die dann einfach so Atombomben schmeißen einfach? Bro, die brauchen ja nicht mal mehr Menschen bald. Da ziehen irgendwelche Drohnen und irgendwelche Roboter in den Krieg, so, weißt du? Die werden schon auf irgendeine Art und Weise Krieg weiter anzetteln können, selbst wenn die Menschen nicht hingehen. So. Aber ich weiß auch, was Ken hinaus will, aber ich verstehe auch Belasch seine Perspektive. Wenn wir anfangen würden, zu erkennen, dass wir im Lokalen sehr viele Möglichkeiten haben, indem wir eine parallele Welt aufbauen, statt immer zu sagen, es würde immer einer hingehen, das ist unrealistisch. Ja, ja, ist so. Na, ich kann ja nichts anderes machen, statt das andere immer zu... Einer sagt, ohne Soldaten kein Krieg. Was mit Drohnen und Robotern? Bekämpfen und zu so resignieren und sich dann mit irgendwelchen Dingen zu belohnen. Sagen, ich will ein anderes Leben führen. Wenn das nur genügend Leute tun würden, dann hat das System keinen Zugriff mehr. Die haben halt auch, Yassin hat recht, die meisten Menschen sind so tief in der Matrix drin, so, die würden auf jeden Fall hingehen. Ne? Aber das ist ja Philosophie alles hier gerade. Aber selbst wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, zum direkten Krieg geht keiner hin und dann kommen die einfach mit Drohnen und schmeißen Bomben auf deine City so. Glaub mir mal, ein paar Jungs innen werden dann aufstehen und sagen, nee, Digga, und werden kämpfen. Alles, was du da draußen siehst, funktioniert nur, weil du davon weißt, weil du dem Folge leistest, weil sie erstmal in deinen Kopf kommen, weil die Ideen und das Leben, was du da draußen siehst, die Welt, die entsteht als Idee im Kopf und sie wird dir aufgezwungen, dass du sie übernimmst. Wenn du gar nichts davon wüsstest, wenn du die letzten 5 Jahre auf einer Insel gelebt hättest, hättest du von der Corona noch gar nichts mitbekommen. Okay, das ist richtig. Wenn du jetzt auf einer Insel leben würdest, aber du kannst hier nicht in Berlin einfach nichts konsumieren oder nichts ausgeben oder das geht gar nicht. Du kannst es zumindest mal einschränken, weißt du? Du kannst es auf ein Minimum reduzieren. Und wir konsumieren heutzutage zu viele Sachen. Ich glaube, das Ziel wäre einfach, das mal runterzuschrauben, weißt du? Mal nicht überall immer informiert zu bleiben, sondern sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, das Nötigste konsumieren und die meiste Zeit damit verbringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst mal zu finden und sich selbst kennenzulernen. Dann haben wir schon einiges gewonnen. Wir sind ja eigentlich, an und für sich sind wir in, was du redest, ist quasi unmöglich. Naturentfremdung ist eigentlich unmöglich, oder? Nein. Du müsstest wirklich woanders sein und gar nichts mehr mit diesem System zu tun haben, dich komplett entkoppeln. Stell dir mal vor, ich weiß, dass es schwierig ist, weil wir die Welt so komplex, wie sie ist, ja nur so kennen. Stell dir mal vor, dass du anfangen könntest, dich langsam aus dieser Welt herauszuziehen und Alternativen immer mehr zu leben. Es gab mal Zeiten, da war Hip-Hop selten bei schwarzen Veröffentlichungen. Heute ist es, glaube ich, 90%. Die Dinge ändern sich. Ja. Wenn du dich rausziehst, zumindest wenn du diese, ich halte in der, was die Zukunft angeht, halte ich Städte für die gefährlichsten Orte, weil die sich nicht selbst versorgen können. Mhm. Und weil wir sehr abstrakt ist so. Wir gehen halt in den Supermarkt und so. Aber man sagt, große Teile dieses Landes sind ja auch eben ländlich. Wenn man mal anfangen würde, sagen, okay, ein anderes Leben bedeutet vielleicht auch, dass ich den Standort wechsle, dass ich meine Perspektive
Kommt rüber, Freunde, ich bin da. Dass jemand etwas Neues ausprobiert, dann sehe ich etwas. Solange du am selben Ort mit denselben Verhaltensweisen dieselben Dinge tust, kannst du nicht erwarten, dass sich etwas ändert. Und ich glaube einfach, eins ist doch offensichtlich. Was wir im Moment in Deutschland tun und was wir im Moment in Europa tun, was wir im Moment auf diesem Planeten tun, was die verschiedenen Pyramidensysteme, das geht so unmöglich weiter. Und wir stolpern von einer Enttäuschung in die nächste und wir sind immer mehr irritiert. Warum? Weil durch diese alternativen Medien, auch diese Sendung, hat die Propaganda natürlich einen Leck. Das heißt, immer mehr Leute erfahren, du... Riss in der Matrix, Digga. Auch alles ganz anders. Und damit ist die Elite irritiert und viele sind damit überfordert, weil sie warten dann, und das ist das Dilemma, auf Anweisung eines alternativen Führers. Wie Flugblätter damals, ja, ne? Und das ist genau das. Ich weiß, dass das naheliegend ist, weil wir verlernt haben, uns selbst zu führen. Das ist das, Digga. Wir haben verlernt, uns selbst zu führen. Wir warten immer im Außen, dass jemand uns rettet, Digga. Deswegen ist ja auch noch, vertrauen ja auch so viele Leute immer noch in Parteien und Politiker und die werden schon was verändern und das wird schon alles gut und so. Anstatt sich selbst zu führen, Digga, das hat er auch wieder so, das ist wieder einer von diesen Sätzen, wie der Satz vorher auch, wie war der Satz vorher nochmal? Du kannst dich nicht selbst finden, wenn du nicht, wie war das nochmal? Wenn du nicht allein sein kannst, kannst du dich auch nicht selbst finden, irgendwie in die Richtung. Und genau so ist es auch hier gerade mit dem Satz so. Du musst lernen, dich selbst zu führen. Wir sind alle gesteuert und gelenkt. Wir sind NPCs, Digga, wie so Puppen, die einfach gesteuert und gelenkt werden. Die können 2-3 Themen rausschmeißen in die Öffentlichkeit und eure Emotionen oder unsere Emotionen sind schon beeinflusst, so. 3-4 Infos, 3-4 Nachrichten, 3-4 TikToks und deine Emotionen, deine Vibes, deine Energy, dein Leben ist schon wieder verändert, so. Das musst du dir mal reinziehen. Die meisten Leute haben gar keine Kontrolle mehr über sich selber oder über ihr Leben, so. Aber ich muss meinem 2-jährigen Sohn morgens nicht sagen, was er machen soll. Das will der von sich aus. Ich sage dann, hör zu, es gibt ein paar Dinge. Aber der braucht von mir keine Idee. Aber wir sind alle sehr, sehr stark aufgezogen. Und ich glaube, wenn man sich, was wir an den Künstlern, die hier hängen, doch mögen, ist, dass die eigenmotiviert ihre Dinge getan haben. Das ist Be unique, bro. Deswegen sind sie unique. Hast du gesehen, dass... Nee, wir sind einfach verbunden, nicht entdecken, ja, ich schwör's dir. Einfach mein Cousin, ja? Onkel. Der da hinten hängt? Ja, sicherlich. Scheiße. Ja, also das, hier sind Menschen, wo du sagst, was bewundere ich ihn, dass das Originale sind. Die sind einfach original geblieben. Und ich glaube, dass wir alle Originale sind. Wir kommen ja alle als Originale auf die Welt. Und diese Idole, die wir haben, die erfüllen den Traum, dass der seinen Traum lebt. Und ich wäre auch gerne so wie er. Sei doch so wie du. Kein zweiter Ali, sei doch so wie du. Genau. Und das ist, glaube ich, das, was wir da bei der aktuellen Situation, man muss sich schon selbst enttäuschen. Wenn man enttäuscht wird, hat man sich selbst vorher getäuscht. Dich zwingt keiner. Das stimmt. So. Habt ihr das Wort enttäuscht mal hinterfragt, Digga? Das macht er jetzt hier gerade. Enttäuschen. Enttäuschung ist was Gutes. Ist was Positives. Die Täuschung wurde aufgedeckt. Du wurdest enttäuscht. Jetzt weißt du die Wahrheit. Geil. Ist ja, genau. Und einfach, es ist auch ein Angebot, was auch einfach ist, weil all das ist auch Unterhaltung. Aber ich spreche ja deswegen auch von Unterhaltungsindustrie, also Unterhaltungsindustrie. Du solltest das, was da steht, auch in diesen schlauen Büchern einfach mal erkennen. Wer bist du? Und ich glaube, dass die meisten von uns, sie schlafen. Sie haben nicht erkannt, sie verwechseln ihre Identität und Identifikation und ein Image mit sich selbst, weil wer bin ich der Rademoderator? Bin ich Ken Jebsen? Bin ich Kevin Zuck? Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Du hast, das ist eine Figur. Wer bin ich? Du hast philosophische und auch spirituelle Aspekte jetzt gerade in diesen Talk mit reingebracht, wo man sagen muss, dass diese Sachen, wie zum Beispiel, dass wir quasi von der Angst gelenkt werden, dass dieses geistige Gefängnis, was wir haben namens Angst, ja, wahrscheinlich übermäßige Angst, weil Angst ist auch ein Überlebensfaktor. Also das ist eigentlich normalerweise ein Mechanismus, der dienlich sein kann. Eigentlich schon, ja. Der wurde halt missbraucht. Wenn er nicht auf ein Maximum getrieben wird, dass er ihn lähmt. Auf der anderen Seite diese Geschichte, wenn die uns unsere Angst vor dem Tod wegnehmen würden, wenn die nicht existieren würde, sage ich mal, durch irgendwas. So, das ist aber nicht beweisbar. So, das ist genauso ungreifbar wie dieses so sich vom System komplett entkoppeln. Was meint der? Was ist nicht? Angst vor dem Tod. Getrieben wird, dass er einen lähmt. Auf der anderen Seite diese Geschichte, wenn die uns unsere Angst vor dem Tod wegnehmen würden, wenn die nicht existieren würde, sage ich mal, durch irgendwas. So, das ist aber nicht beweisbar. Ah, er meinte, dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen. Was Ken gesagt hat, dass der Tod nicht das Ende ist, ist nicht bewiesen. Das meint er.
dass wir, wenn wir keine Angst vorm Tod hätten, frei erleben würden. Das ist schon bewiesen, meiner Meinung nach. Aber dieser Grund, warum man keine Angst vorm Tod haben sollte, ist nicht bewiesen. Da kommen wir halt zum Glauben, ne? Das ist genauso ungreifbar, wie dieses so sich vom System komplett entkoppeln und gar nicht mehr dazugehören und dann nur noch in sich selbst zu gehen. Das sind alles so Zustände, die klingen so in der Theorie, klingen die gut, aber ich sehe keine Sonne dafür in der Realität. Vor allem nicht, wenn man in diesem Moloch hier wie Berlin und diese Großstädte und so, was ja wirklich das Schlimmste von allen ist, muss ich ja dazu sagen, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Nur, wie ist das für den normalen Bürger bitte zu bewerkstelligen? Das ist doch quasi Mission Impossible. Also natürlich fällt es dir schwerer, als wenn du jetzt bei mir in Tulum bist, Bro. Ich würde auch gerne mal wieder einen Talk mit Belasch machen, Digga. Belasch auch sehr intelligent, sehr geile Gedankengänge. Auch ein bisschen anders so, weißt du? Deswegen glaube ich, also ich glaube, ich will auch einen zweiten Talk mit Belasch machen und natürlich mit Ken auch einen Talk machen. Wird alles zustande kommen, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall, was ich zur Antwort sagen wollte, also ich glaube definitiv, dass es möglich ist, auch in einem Loch wie Berlin quasi ein bewusster Mensch zu sein und keine Angst vor dem Tod zu haben. Man muss sich halt von dem, was im Außen passiert, ein bisschen trennen, Digga. Man muss halt versuchen, mit der Natur zu connecten. In Berlin gibt's auch Natur. In Berlin kannst du auch dich auf eine Wiese setzen und einfach im Moment sein. So, da ist natürlich viel mehr energetisch, viel mehr Hektik und es fällt dir vielleicht schwerer, aber es ist auch möglich. Es ist nicht Mission Impossible, aber es ist schwieriger, sage ich mal, als wenn du jetzt in Tulum bist oder auch hier ist es nicht so einfach. Es gibt Orte, wo es noch viel einfacher ist wahrscheinlich, wo weniger los ist, weniger energetischer Bullshit quasi, weniger Drugs, Party, diese ganzen Sachen und du mehr dich auf dich selbst konzentrieren kannst. Ich glaube halt, dass es eigentlich überall möglich ist. An den ein oder anderen Orten ist es schwieriger, an den ein oder anderen Orten ist es vielleicht leichter, aber möglich ist es eigentlich überall, wenn du dran glaubst. Krasse Frage von mir. Ich glaube, er meint, man kann ja ein gutes Mindset haben und in Langwitz eine schöne Frau anständig suchen und eine Familie gründen, aber man findet keine Antwort. Fällt jedem anders schwer, in sich zu gehen. Ja, Bruder, das Ding ist ja auch, Meditation zum Beispiel fällt mir auch viel schwerer zum Beispiel als Fitness zu machen, Sport zu machen, trainieren zu gehen. So. Dieses alleine, Bro, wir sind halt so krass immer stimuliert quasi mit Handy und mit Nachrichten und mit dies und mit Fernsehen und der ruft an, mit Kollegen rausgehen, Shisha rauchen, bla bla bla. Und unser Körper sträubt sich krass dagegen, sich einfach hinzusetzen und einfach nichts zu machen. Gerade wenn du ein Hekto bist, so ein hektischer Typ, ich bin auch so einer. So, die ersten Male meditieren, ich muss richtig kämpfen, Digga. Nein, wie jetzt hinsetzen, nichts machen, voll langweilig, voll boring und so. Jede Zelle in deinem Körper sträubt sich dagegen. Und dann machst du es und danach merkst du, krass, voll geil. Ich bin viel ruhiger, mir geht's viel besser. Aber beim nächsten Mal ist es genauso wieder. Wir müssen uns halt daran gewöhnen. Wir müssen uns halt dazu zwingen am Anfang. Ist halt wie Sport. Wenn wir nur die Sachen machen, nach denen wir uns fühlen, kriegen wir gar nichts auf die Kette. Deswegen, man muss sich für gute Dinge, gerade für gute Dinge in der heutigen Welt, muss man sich echt selbst an den Schopf packen und sagen, come on, Bro. Nee, du kannst einfach nicht beweisen, ja, dass der Tod nicht endlich ist. Aber du kannst, zum Beispiel, du kannst nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber du kannst auch nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Mhm. Wir sind in dieser Dualität, sind wir in diesem Dilemma gefangen. Und das ist, glaube ich, Teil des Erfahrungsprozesses. Ob das Angst ist oder ja, ist so, wie auch immer. Ich persönlich habe mich jetzt mittlerweile mit allem abgefunden, was auf dieser Welt stattfindet. Alles geht in genau die richtige Richtung. Facts. So, aber auf der anderen Seite frage ich mich, ist es aber nicht ein auch dann irgendwo ein egoistisches Motiv zu sagen, ich ziehe mich raus? Weil letztendlich erinnert es mich an nach mir die Sintflut, so ein bisschen. Ja. Weil deine Kinder und deine Enkelkinder und so weiter, die werden vielleicht nicht dein Mindset teilen. Die werden vielleicht in diesem Moloch gefangen sein. Mhm. Die werden vielleicht in diesem Dystopia gefangen sein. Und letztendlich, wenn du dich dann aber rausziehst und sagst, ich bin gar nicht mehr Teil dieses Systems, dann hast du auch keinen Einfluss mehr auf dieses System. Sehe ich ganz anders. Sehe ich auch anders, weil am Ende des Tages, du kannst dich so viel hinsetzen und so viel reden, wie du möchtest. So. Die Leute werden sich immer daran orientieren, wer du bist und was du machst. Das heißt, wenn du dich rausziehst aus diesem System und dich selbst veränderst, hast du einen viel größeren Einfluss auf Menschen, auf deine Kinder, auf alles, als wenn du einfach nur davon redest, was richtig und was falsch ist. So. Du musst es sein. Wenn du dich selbst nämlich veränderst, dann orientieren sich andere an dir, weil die deine Kraft spüren werden und die werden merken, Alter, was ist das für ein heftiger Typ? Der ist anders als alle anderen. Ich will auch so sein. Ich will auch diese Energie. Ich will auch. Und gerade Kinder orientieren sich nicht daran, was du sagst, sondern was du tust. So. Du kannst deinem Kind so lange so viel erzählen, wie du willst, dass der nicht am Handy sein soll. Wenn du den ganzen Tag am Handy bist und der sieht dich dabei, wird der auch ans Handy gehen.
Das heißt, am Ende ist es das Wichtigste, was du machst und nicht, was du redest. Ja, finde ich auch voll krass. Ich bin gespannt, wie du das sagst. Sehe ich das anders? Also, wir sind jetzt in einer Diskussion, die ich für sehr spannend halte, weil ich glaube, dass mit den ewigen Rezepten... Brutal, Digga. Wie gern wäre ich gerade dabei, Digga? Ich sag dir ehrlich. An eine Partei und so weiter, das ist alles im Außen. Ich glaube, wenn du mit gutem Beispiel vorangehen kannst, kann der Weg nur nach innen führen. Das ist so der Das ist das Einzige, was du tun kannst. Ja, trotzdem. Weil hausieren gehen bringt überhaupt nichts. Und das Ding ist natürlich, wenn du sagst, ja, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, wenn du glaubst, dass du in diesem Setting etwas verändern willst. Du musst für dich deine Haltung, wer du bist und wie du leben willst, vollkommen verändern. Und dann kannst du dir ja die Frage stellen, so, ich kann nicht halber Vegetarier werden. Mhm. Verstehst du, dann esse ich nur noch Biofleisch. Wenn ich Vegetarier werden möchte, dann darf ich gar kein Fleisch mehr essen. Dann darf ich mich aber auch nicht dem Fleischgeruch aussetzen, weil da komme ich nicht von weg. Das ist wie wenn ich aufgehört habe mit Rauchen und treffe mich dann nur mit Raucher, wird es schwierig. Da braucht man einen sehr starken Willen. Und was ich sagen möchte ist, ich denke sehr viel über solche Sachen nach. Das größte Problem, was der Mensch hat, ist sein Denken, weil Denken ist immer falsch. Denken ist immer falsch, weil Denken ist immer eine Perspektive von sich und das ist natürlich nie richtig, weil es ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Und wenn die Menschen, die am weisesten waren, haben aufgehört mit dem Denken, mit klassischen Denken, die haben angefangen zu meditieren. Und ich glaube, das ist etwas, das wir suchen im Außen nach Ratschlägen. Und wenn du tatsächlich eine Das Krasse dabei ist, auf einmal kriegst du Antworten. Du denkst, egal auf welche Situation in deinem Leben, musst du Antworten denken. Und dann wird sich alles ergeben und dann ist alles gut so. Wenn du aber dann versuchst zu meditieren und nicht mehr zu denken, kriegst du auf einmal Antworten. Bessere Antworten, mehr Antworten, als wenn du dich hinsetzt und darüber nachgrübelst. So. Ist mir aufgefallen. Wenn ich zum Beispiel einfach am Beach rumlaufe oder meditiere oder was auch immer und versuche im Moment zu sein, auf einmal kriege ich Antworten. Aus nichts. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Boom. Eine spirituelle oder eine religiöse Lehre hast, dann ist das wie ein Boot. Aber wenn du dann angekommen bist, musst du das loslassen und musst diesen anderen Weg gehen. Das geht eben nur, indem du aufhörst zu glauben, dass das durch Denken zu lösen sei. Weil das Denken ist immer an dein Ego gekoppelt, dass es etwas mit dir zu tun hat. Und ich glaube, es geht am Ende... Aber ich muss sagen, Denken ist halt nicht immer falsch. Kommt drauf an, was du machst, Digga, weißt du, wie ich meine? Das ist auch eine Sache, das passiert in der spirituellen Community dann. Also es ist auch, man kann auch übertreiben in der Richtung und dann irgendwann sagen, dass Denken böse ist. Aber Denken ist jetzt auch nichts Böses. Denken ist ein super Tool, Digga. Aber es hat seine Grenzen, das ist halt wichtig. Es hat seine Grenzen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht erdenken. So. Aber wenn du zum Beispiel mathematische Aufgaben vor dir liegen hast oder mathematische Aufgaben vor dir hast, dann kann dein Denken, das Tool, was du hast, dein Gehirn, kann die Lösungen, kannst du mit deinen Gedanken die Aufgabe lösen, weißt du? Aber wir müssen uns halt dessen bewusst werden, dass unsere Gedanken eine Grenze haben. Und dass es gewisse Dinge gibt, die kannst du nicht erdenken. Tages, wenn man wirklich etwas erreichen will, darum, dass man sein Ego, was man ja aufgebaut bekommen hat, das gibt es ja nicht. Wie eine Figur. Wie wenn Will Smith in irgendeiner Rolle glauben würde, das wäre nur er. Und wenn er diese Rolle jetzt nicht mehr weiterspielen würde, dann gäbe es Will Smith nicht mehr. Will Smith weiß, dass er ein Schauspieler ist. Und das ist eine Rolle. Und wir alle aber haben vergessen, dass das, wie wir uns darstellen, das ist eine Rolle. Aber wer sind wir wirklich? Und daran können wir uns nicht erinnern. Weil wir... Das stimmt, Digga. Keiner von uns kann sich daran erinnern. Oder viele von uns können sich daran nicht mehr erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind. Das, was wir heute sind, ist ein Produkt aus allem, was wir erlebt haben. Wir haben vergessen, wie wir waren, bevor wir angefangen haben, Dinge zu lernen. Stimmt oder nicht? Das musst du dir mal reinziehen, Digga. Und umso bewusster du wirst, umso mehr du aus der Matrix ausbrichst, umso leerer du dich wieder machst und dich von diesen ganzen Beeinflussungen und Erlebnissen und Programmen befreist. Umso mehr kriegst du wieder ein Gefühl dafür, wer du eigentlich mal warst. Das so lange zurückliegt. Und wenn man sich aber aufmacht und diesen Weg nach innen geht, und auch wenn ich jetzt das sage, das komisch klingt, in der Stille, im Schweigen, in der Natur, kriegt man unglaublich viele Antworten. Wenn du das ja,
Ich liebe dich, Bro. Die werden aber nicht gedacht. Deswegen fahre ich zum Beispiel so gerne Motorrad. Ich fahre gerne Motorrad, ich setze den Kopf auf und dann höre ich auf zu denken. Er setzt den Kopf auf, Digga. Weiter leben, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Ich weiß auch, dass wir safe einen Talk machen werden zum richtigen Zeitpunkt. So, ich brauche da gar nicht forcen. Ich habe da voll viel schon versucht. Belasch angeschrieben, den angeschrieben, Nikolai Binner angeschrieben. Alle gefragt, ob die Kontakt herstellen können und so. Nie was draus geworden, keine Ahnung. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es so kommen wird. Und selbst wenn nicht, wir sind eh schon verbunden. Und bei diesem Aufhören zu denken, habe ich die besten Ideen. Ich komme dann richtig runter, ich bin dann sehr glücklich, ich bin zufrieden und diese innere Zufriedenheit, das ist ein friedlicher Zustand, bei dem Krieg mit dir selbst nicht mehr möglich ist. Kenne ich, wenn ich einen Kopf ansetze zum Kopfrauchen, in der Bon. Bruder, ey, Digga, der haut die miesesten Deep Talks raus in Richtung Spiritualität und wie man als Mensch sich selbst erkennt und so. Und der Bogi kommt um die Ecke mit, das kenne ich auch, wenn ich den Kopf anmache bei dem Bogen, Digga. Bro. Ich wollte aber sagen, ich bin so ein bisschen gerade am Spaß. Bro. Okay. Ja. Ich bin aber auch ein bisschen bei B. Da war ich die ganze Zeit im Gedanken, weil er sagt auch, ich finde, die haben auch schon so Einfluss genommen auf das System, die, man kann auch gar nicht mehr so ein Return to Zero, weil wenn ich jetzt sage, heute Abend, ich will in der Natur irgendwie schwimmen oder auch was er gesagt hat mit Produkten halt, man ist schon angewiesen von der Industrie, ob es jetzt dann Bio ist oder nicht, trotzdem musst du in den Supermarkt gehen. Also du bist nicht darauf angewiesen. Ja, aber sag mal, also jetzt kein bisschen jetzt so, dass ich dich das hinterfrage oder blöd kommen will, aber wie soll ich denn morgen einfach... Doch, mach doch, Digga. Das tut doch niemandem weh, mal zu hinterfragen. Jetzt meinen Obst anbauen. Ich kann nicht in den Gemeindepark gehen und da einfach Kartoffeln anbauen. Versuch mal, Digga. Guck mal, was passiert, Bro. Erwartest? Nein, guck mal. Ja, probier mal. Nein. Machen wir mal. Guck mal, es ist so. Da, wo du heute bist, was du... das. Aber die sind schon witzig, Digga. Ich schwöre dir. Das sind schon zwei gute, Digga, Boogie und Belasch, sag ich euch ehrlich. Die sind schon zwei gute. Was wir heute alle so leben, mit dem ganzen Ding, die wir besitzen, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat 10.000 Artikel zu Hause rumliegen, so ist er nicht auf die Welt gekommen. Aber er hat für sich selbst eben gesagt und suggeriert, es geht nicht mehr an. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, weil ich interessiere mich nur dafür, was ich bei mir ändern kann. Ich habe keine schlauen Tipps für andere Leute, ist totaler Quatsch. Als ich mir ein Fahrrad zusammengespaut habe auf dem Grobmüll, weil ich kam aus einer, ich hatte kein Geld, ich habe mir alles auf dem Grobmüll zusammengebaut, bin damit gefahren und dann habe ich meine Freundin mit dem Fahrrad besucht und als es geregnet hat, scheißegal. Irgendwann habe ich meinen Führerschein gemacht und ich hatte mein Fahrrad irgendwie verkauft, weg war es. Und dann ging mein Auto kaputt, es fing an zu regnen und da konnte ich meine Freundin nicht mehr besuchen, weil ich konnte meine Freundin nur noch mit dem Auto besuchen. Ich hätte sie auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß besuchen können, aber da wäre ich bei nass geworden. Das hat mich als Fahrradfahrer nicht gestört, aber als Autofahrer sage ich, es geht jetzt nicht mehr. Das ist krass, ne? Geile Analogie, Digga. Geht nicht mehr jetzt. Das ist so, funktionieren wir Menschen. Hat sich ein Auto gekauft, damals mit Fahrrad immer nass geworden, aber jetzt hat dein Auto ist kaputt gegangen, jetzt kann ich nicht mehr im Nassen laufen. Geht nicht mehr. Krass, ne? Natürlich wäre es gegangen, aber auf einmal habe ich Ansprüche. Und ich glaube einfach, wenn du mal guckst, wie viel von dem... was brauchst du, um tatsächlich glücklich zu sein? Was brauchst du? Was macht dein Glück tatsächlich aus? Am Ende brauchst du nicht so viel, um über die Runden zu kommen am Tag, aber die Angst, wie soll es denn später im Alter weitergehen? Ja. Und was macht Glück tatsächlich aus? Und ich glaube, meine Definition von Glück, was wirkliches Glück ist, meine Definition von Glück ist die vollkommene Abwesenheit von Angst. Wenn du überhaupt keine Angst mehr hast vor dem Morgen, vor dem, was Schreckliches passiert, wenn du davor, sondern ein Gottvertrauen hast, morgen ist morgen und dann ist morgen jetzt und es wird schon. Womit will man dich erschrecken? Und dann hast du auch gar keine, und wenn du Respekt hast vor dem Leben, dann kann man dich gar nicht für Kriege ordern. Das machst du gar nicht. Aber du bist nicht mehr ansprechbar für diese Menschen, die in einer Welt leben, die sich nur aus Materie zusammensetzt. Also wo du dafür stehst, was du besitzt und was du leistest und ob du das vorzeigen kannst, wenn dich das gar nicht mehr interessiert, wie deine... Wir haben ja eben gelernt, Materie ist nicht Materie.
check das Video ab, meine lieben Freunde. Kann man dich beurteilen. Also die, auch nicht mal die Angst hast, wie stehe ich denn jetzt da? Trotzdem muss ich ja noch fahren. Dann fängst du an, okay? Bitte? Dann bist du freier. Trotzdem, dass ich dir folgen darf. Ich ganz, darf ich mal ganz kurz mal, weil, aber... Geh mal rein, Junge, jetzt. Hast du schon mal einen Menschen auf diesem Planeten entdeckt, der das geschafft hat? Ich kenne Menschen. Es gibt Menschen, die sehr nah dran sind. Kurt Tepperwein, würde ich sagen, ist der bei mir persönlich, den, wo ich es gefühlt habe, so der, ist am, der war bis jetzt am nächsten dran an diesem Bewusstsein und sich nicht Sorgen darüber machen, was passiert in der Zukunft. So. Gefühlt, einfach nur gefühlt. Ich kann ja nur sagen, was ich gefühlt habe. So. Und ich glaube, vielleicht kommt man da nie zu 100% hin, aber wenn man davon überzeugt ist, dann kommt man nahe dran. Und ich glaube, umso näher man an dem Leben ohne Angst dran ist, umso freier und glücklicher ist man. Weißt du? So. Und deswegen sollten wir daran arbeiten und versuchen, dem näher zu kommen. Weißt du, das sind gute Fragen. Ich will mal eine Metapher sagen. Wenn du sagst, es gab, sind wir mutige Menschen? Man muss sich das mal Folgendes vorstellen. Voll. Die meisten von uns kommen auf natürliche Art und Weise auf die Welt. Durch einen verdammt engen Geburtskanal. Wenn du dir vor, das ist so. Das Krieg, Digga. So. Und dann stellen sie auf der... Alleine schon vorher die Schwimmer, wie die sich durchsetzen. Der eine Cousin, der sich durchgesetzt hat bei allen von uns, der in das Ei reingekommen ist und dann ein Baby geworden ist, ne? Der hat mit Millionen anderen competed quasi. Das ist crazy, ne, wenn du überlegst. Allein die Geburt ist schon mit Metaphern so krass voll, ne? Und wir waren da so furchtlos und sind einfach durchgegangen. Wenn wir uns, da müssen wir uns zurückorientieren an die Sache. Von Seite von jetzt auf gleich auf Sauerstoffatmung. Seitdem habe ich Platzangst. Sie kennen auf der anderen Seite tatsächlich nicht. Das ist auch krass, von jetzt auf gleich auf Sauerstoffatmung umgestellt. Nur so ein paar Brabbelgeräusche und haben das Urvertrauen, obwohl sie dann auch in das Licht gehen. Irgendjemand wird sich ihre annehmen und ohne diesen würden sie ja ganz schnell sterben. Also die, wie mutig muss ein Mensch sein, dass er sich, dass er sagt, ich möchte als Mensch auf die Welt kommen. Verstehst du, er kann, er ist auf alle angewiesen. Das ist krass. Er kann eigentlich nichts, aber... Vielleicht ist das die Metapher, weil er weiß, was heißt, mir kann ja nichts passieren. Ich werde jetzt Mensch und alles, was passieren kann, ist, dass ich irgendwann aufhöre, wieder Mensch zu sein. Und dann, je mehr er Erziehung bekommt, desto mehr Angst hat er, obwohl er doch immer mehr lernt, in dieser Welt zu leben. Aber gleichzeitig werden wir mit Angst versorgt, nämlich, und das ist das Dilemma, was wir haben als Menschen, ab einem gewissen Alter, meistens so ab 4, 5, gibt es Liebe nur noch gegen Bedingungen. Nur wenn du dich so verhältst, dass du vorzeigbar bist, kriegst du Liebe. Und wenn eben nicht, wirst du ausgeschlossen. Das hast du bei Corona gesehen. Die Leute hatten ja vor allem Angst vor der sozialen Ächtung. Ja. Einer sagt, er weiß doch gar nicht, ob er Mensch ist. Wild. Das ist die Einzelhaft, das Homeoffice. Mhm. Und das meine ich. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, und da war ich, bin ich Corona sehr, sehr dankbar. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer steht hinter mir, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht? Gute Frage. Ich Gott. Frage mich, muss man nicht erst brechen, um dann heile zu gehen? Weil zum Beispiel... Wer steht hinter mir, wenn kein Mensch mehr hinter mir steht? Genau das Gleiche habe ich auch durchgemacht, Digga. Gerade in dieser Corona-Zeit so, ne? Wo sich alles aufgelöst hat, so. Viele Freunde weg. Erfolg weg, Aufmerksamkeit im Internet weg. Viele Sachen weg einfach so. Connections weg. Klamottenmarke weg. Dann fängst du an nachzudenken, ja? Dann fängst du an zu realisieren. Wer ist noch da? Familie. Gott. Ich selbst. That's it. Corona, die Leute, die so Männes waren und sowieso schon mal im Knast waren oder so, sind mehr klargekommen als die anderen. Wenn ich damals durchgedreht bin, eine Knarre gezogen habe im Studio, war er der Einzige damals so ab und zu war selten. Ich küsse doch dein Herz. Weil keine Angst hatte, so Leute wie er. Ja, Digga. Wer es in der Jugend hatte. Vielleicht so auch, was Nahtodserfahrung angeht und so, muss man erst dann brechen, um, weil ich denke mir, das Brechen kostet auch viel Energie. Also wenn du ein Doktorstudium machst, diese Sachen, die dauern lange, die prägen dich, also konzentrierst du dich aufs Studium. Könnt ihr mir folgen, B, was ich meine? Ich kann ihm auch folgen. Er meint quasi, dass man erst gebrochen werden muss, um dann zu realisieren, was abgeht so.
Würde ich ihm sogar zustimmen. Also war bei mir auf jeden Fall auch so. Folgen. Du auch, B? Das ist bei den meisten so. Ich meine, dass halt die Frage ist, weil bei Corona habe ich es gesehen. Dann die Leute. Und er meint quasi, dass die Leute, die eh schon crazy waren und so ein bisschen außerhalb vom System gelebt haben auf eine gewisse Art und Weise, besser mit der Situation klargekommen sind, weil die eh schon ein crazy Leben gelebt haben. Die eh schon schlechte Erfahrungen mit dem System haben, Opfer von System auch hinterfragt haben und aber auch schon gefickt wurden. Die hatten da keine Angst. Corona ist deswegen ganz hervorragend in der Nachbetrachtung. Hatte schon recht, Digga. Der hat manchmal ein bisschen Probleme mit Ausdrucksart und Weise, so wie ich, Digga. Deswegen fühle ich Boogie auch so. Aber hab schon verstanden, was er meint. Und es funktionierte. Ich glaube, dass man jetzt auch sagen, ich habe verstanden, wie 33 funktioniert hat. Diejenigen, die am gehorsamsten sind, sind in der Pyramide weit oben. Warum? Mhm. Weil durch ihre soziale Fallhöhe haben sie ja sehr viel mehr zu verlieren. Ein Apotheker hat ja sehr viel mehr zu verlieren und hat aber auch was davon. Nicht nur eine Doppelhaushälfte, sondern eben einen Sportwagen und so weiter. Und jemand, der ein Baggerfahrer ist, der tatsächlich am Boden ist, was hat der groß zu verlieren? Das heißt, wir sehen also, dass die, so Kevin, ist so, die ganz oben das Wissen zwar haben, gleichzeitig ja nicht deswegen oben sind, weil sie so schlau sind, sondern weil sie sich immer konform verhalten haben. Weil sie sich gut unterordnen. Von diesen Menschen jetzt, was ich, die Frau, die Ethikkommission an, von denen wieder. 20 Minuten dabei, schon locker 3 Gänsehautmomente, super Interview, ich küsse dein Herz, Bro. Hoch zu erwarten, ist totaler Quatsch. Mhm. Die haben diese, das ist das. Und das ist Erziehung. Und deswegen müssen wir den Begriff Zivilisation mal hinterfragen. Bruder, wenn wir einen Talk machen, ne, das wird richtig Next Level, Dicker. Ich sag dir ehrlich, ich werde mit dem noch richtig in die Schwurbelei reingehen und so. Ich hoffe, ich komme dann auch irgendwie zu Wort, weil bei Ken zu Wort zu kommen, ist echt eine Challenge auch. Merkst du ja. Das heißt, wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir auch betrachten, da wo wir heute stehen, das war ein langer Weg dorthin. Wir betrachten Krankheit oder Geschichte immer vom Ende. Wie fängt es an? Und ich glaube, es fängt damit an. Wichtig, Ursprünge. Dass wir mit Angst konditioniert werden. Und wenn wir diese Angst ablegen würden, dass es uns nämlich egal ist, was irgendeine Regierung, ein Nachbar oder jemand über mich, sondern es. Hab das Gefühl, Boogie ist in den letzten Videos immer besser drauf. Das ist aber nur ein Gefühl, kann das nicht wirklich beurteilen. Der hat doch gesagt, der ist runter von diesem Psychopharmakast, Bro, seit paar Wochen oder so, glaube ich. So. Dann. Die haben natürlich auch einen krassen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Ist gut, Mann, dass er so einen Belasch an der Seite hat. Und so wie ich das in. Wir haben mal ein Interview gemacht, schon lange her in Berlin, in person. Und da hat er auch ein bisschen so erzählt, wie der sich da auch mit drum kümmert, so, weißt du? Das ist schon eine stabile Freundschaft bei den zwei, glaube ich. Dann wären wir wesentlich weniger erpressbar. Die meisten Handlungen, die wir begehen, die wir tun, haben damit zu tun, dass wir geliebt werden wollen und müssen. Und das gibt es aber nur, wenn man gewisse Klischees erfüllt, gewisse Dinge tut. Und da ist natürlich eine Stadt insofern. Die meisten, die so ein Leben geführt haben wie Boogie, wären heute nicht mehr am Leben. Ja, oder irgendwo unter der Brücke oder voll auf Heroin oder was auch immer, Digga. Weißt du, wie ich meine? Deswegen. Boogie ist so, der ist schon ein starker Mann, Digga. So. Aber wenn einige oder andere, manche Leute sich über den lustig machen und erzählen wollen, was die wollen und so. Ich habe den auch damals kennengelernt und ich habe irgendwie gefühlt auch so, seelentechnisch ist der echt ein guter. So. Und der ist auch ein starker Dude und ich glaube auch wirklich, dass er sich nochmal frei machen kann von diesen ganzen Dämonen, die ihn verfolgt haben in seiner Jugend, Kindheit, Erwachsenenalter und so. Der wird es schon nochmal hinbekommen, glaube ich. Bester Mann, Digga. Von mir aus auf jeden Fall viel Kraft, viel Liebe an den Boogie. Wäre nice, soll geschehen, was dir geschrieben steht. Yes, Mariam. I love you. Schwierig, weil du wirst ja permanent taxiert und taxierst selbst. Und ein klassisches Beispiel. Ich lese, wenn ich an eine Tanke gehe, dann hole ich mir oft Zeitschriften, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Ja? Unterschiede, also was ich, Fliegenfischen oder was ich, irgendwelche Caddies oder irgendwas Verrücktestes. Digga, Ken ist crazy, ne? Lese ich einfach mal zu gucken, in was für Welten andere Menschen leben. Das ist so geil, Digga, eigentlich. Einfach sich irgendwelche Zeitschriften holen, um zu gucken, in was für Welten andere Menschen reingehen. So, das ist einfach diese Neugier. Es gibt ja Zeitschriften über Royals. Jedenfalls, ich habe mir so ein japanisches Magazin über Jeansmode gekauft. Bro. Ja, und da schreibt dann so ein Mönch, der sehr erfolgreich Jeans in Japan produziert, alle von Hand. Da wird er gefragt, wie er das denn eigentlich findet. Er macht da jeden Knopf von Hand und so. Und es gibt die Mode schon aufgeschnittene Jeans und so, alles kaputt. Wie er das denn findet. Und dann sagt dieser Typ,
Ich urteile nie. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Warum? Weil wir ständig urteilen. Die ganze Zeit. Bei allem. Nicht nur andere Menschen und was andere tun oder nicht tun oder wie andere aussehen oder nicht aussehen, sondern auch bei uns selber. Wir urteilen die ganze Zeit. Wir sehen irgendwas, Urteil. Wir fühlen irgendwas, Urteil. Ich fühle mich gerade so, ich treffe direkt ein Urteil. Anstatt das Gefühl wahrzunehmen und einfach das Feeling dazulassen und einfach nicht zu bewerten. Das ist auch eine Sache, die du lernst, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, so, dass du die Dinge, die in dir passieren, auch nicht mehr bewertest, sondern einfach passieren lässt, so. Und dann merkst du auch, dass Dinge schneller kommen und gehen und du dich gar nicht mehr so krass daran festhalten musst und darüber nachdenken und das beurteilen und warum sich das so anfühlt und was eventuell und dies, das, blablabla. Das fickt alles im Endeffekt deinen Kopf. Wir beurteilen die aktuelle Politik, den Wirtschaftsminister. Und ich will mich davon nicht freisprechen, ne? Ich mache das auch. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich das zu viel tue, bin ich wieder zu krass in der Materie gefangen und bin nicht mehr ruhig, sondern nervös, hektisch und ängstlich. Und wir wissen genau, dass die doof sind und dass sie wenigstens auch nicht können. Wir sind ständig im Außen und beurteilen die. Und das heißt, wir werden ständig davon abgelenkt, unser Leben zu regeln, weil wir ein Angebot bekommen, wen wir doof finden. Facts. Können, der ja auch doof ist, sag ich mal. Ricarda Lang gut zu finden, ist schwierig. Erstens kann man die Frage stellen, warum die so sind, wie es da fühle ich. Da, wo die sind, warum die da sind, jetzt können die nicht mehr übersehen werden. Ricarda Lang kann nicht übersehen kann, werden. Ne? Aber auch ein Pugi. Ricarda Lang kann nicht übersehen werden. Putin kann nicht übersehen werden. Den muss man jetzt zuhören. Auch Strack-Zimmermann musst du jetzt zuhören. Und wenn du dich an den abarbeitest, weil du die blöd findest, dann hat das unter anderem damit zu tun, dass etwas dich triggert, was du in dir selbst hast. Ist so. Wenn dich etwas... Oft. Sehr oft. Wenn dich irgendwas abstößt oder wenn du jemanden verurteilst oder dich jemand nervt oder so, spiegelt der oft ein Verhalten von dir selber, was du in dir nicht feierst und fühlst. So. Weißt du? Sehr oft geht es ganz tief. Aufregt. Wenn Kritik dich trifft, ist sie oft berechtigt. Ja. Und wenn du darüber mal nachdenkst, dann stellst du dir die Frage, dieses ganze öffentliche Leben, womit du dich beschäftigst. Fühle ich, kenne ich. Das ist auch ein Ablenkungspotenzial, um von dir selbst abzulenken, weil du bist ständig im Außen mit anderen beschäftigt. Das bringt dich überhaupt nicht weiter. Wenn du dir eine Netflix-Serie anguckst und macht dich dann nachdenklich, dann guckst du die nächste Serie. Die nächste. Wann verstehst du, dass die wird? Wann guckst du hinter die Matrix? Weil es geht darum, es sind Gedanken anderer Menschen. Und ich lese sehr viel und habe dann angefangen, aufzuhören zu lesen, um zu eigenen Gedanken zu kommen. So, Bro, das ist das, was ich vorhin meinte auch, mit diesen eigenen Gedanken und Theorien aufstellen. Ich liebe das auch, aufzuhören, einfach mal ruhig zu sein und dann zu gucken, was geht. Was geht? Was kann ich selber kreieren? Wo kann ich selber irgendwie was schaffen? Weißt du? Nicht mehr immer geschaffene Produkte von anderen reinziehen und dann berieseln lassen, sondern mal gucken, was kann ich selber schaffen. Kann anregend sein. Das ist, wie du dir eine Sportsendung anschaust, aber überhaupt nie selbst Sport machst. Das macht Ricardo auch, glaube ich. Sorry. Machst du was falsch, aber du kennst dich super in der Bundesliga aus. Aber warum sagst du, Kay, dass du den Leuten keine Tipps gibst? Das sind doch super Tipps. Ja, aber ich möchte nicht hausierend rüberkommen, gar nicht, sondern einfach, ich habe mir die... Es geht ja bei ihm auch nicht um Tipps geben, also es geht ja im Endeffekt geht es ja darum, dich selbst zu verändern und deine Veränderung dann eventuell auch mit der Welt zu teilen und die merken ja diese Veränderung und dass du dann so quasi andere inspirierst, sich selbst auch zu verändern. Weißt du? So. Da hast du auf jeden Fall mehr getan, als wenn du einfach nur von Dingen erzählst, die du selber gar nicht in deinem Leben umsetzt. So. Also, wenn du die Veränderung selber machst auch, wirst du viel mehr Menschen damit beeinflussen, als wenn du nur von der Veränderung erzählst. Ich bin ja jemand, ich habe ja ich habe ein paar sehr buddhistische Freunde. Und die sagen dazu mir immer, ist alles gut. Alles gut. Ich habe... Alles gut, alles gut. Ich habe ein paar russische Freunde, daran hat mich das gerade erinnert. Ich habe so ein paar russische Freunde. Die Frage gestellt, ich bin ja sehr extrem im unterwegs gewesen, auch in der Kritik, auch in dem, im Herstellen von Fairness im Außen, weil ich ja selbst in meinem eigenen, im privaten Leben als Jugendlicher sehr viel Unfairness erfahren habe. Da war mir klar, das ist das Motiv. Das Motiv ist, die Unfairness, die ich in meiner Jugend Miese Hacker. So. erfahren habe, versuche ich jetzt
in eine Fairness nach außen, aber das wird mein inneres Problem nicht lösen. Ich sollte mir die Frage stellen, ob diese Unfairness, was meine Eltern hat, ob ich das aufgearbeitet habe. Habe ich natürlich nicht. Ist so. So. Da erzähle ich halt diese Parallelen. Wir haben uns alle Ende der 90er kennengelernt, haben ja davor schon fast 20 Jahre gelebt. Er kannte Krieg. Zum Beispiel bei dir weiß ich durch den. Das sind keine Tipps, das sind seine Erkenntnisse, die man eventuell als Ratschlag auffassen kann, wenn man ihm zuhört und es als Option akzeptiert. So sehe ich das auch. Er teilt halt seine eigene Veränderung und Entwicklung mit der Welt. Und jeder, der möchte, kann sich das zu Herzen nehmen und vielleicht anfangen, mit sich selbst ähnliche Dinge beziehungsweise seine eigenen Wege zu gehen und seine eigene Lösung zu finden und die dann wieder mit Menschen teilen und so. Und deswegen ist es ja so ein schöner Kreislauf dann. Weil jeder erzählt ja seine eigene Geschichte anders, weil jeder ja auch eine andere, von woanders herkommt quasi so. Und so können andere Leute damit resonieren und so. Und das ist halt, deswegen ist es auch wichtig, selbst wenn das, was er sagt, andere Leute auch schon gesagt haben, dass er das sagt auf seine Art und Weise, wo er herkommt und was er erlebt hat. Weil das wieder andere Leute dazu inspirieren kann, auch einen Weg einzuschlagen. Genauso wie es auch wichtig ist, dass wenn Leute hier im Stream sind, die sich beeinflussen lassen haben zum Beispiel, dann auch ihren eigenen Weg gehen und das dann auch wieder teilen. Also ich erwarte von einigen von euch, erwarte ich definitiv auch einen Twitch-Kanal oder einen YouTube-Kanal oder irgendwie was in die Richtung. Sag ich euch so, wie es ist. Biografien und was man so hört, sehr viel Armut. Du hast als Einziger immer, warst in einer elitären Schule, warst ein Außenseiter durch deinen wirtschaftlichen Stand. Ne? Ja. Und dann hinterfragt man ja auch. Weil ich finde, viele reden auch sich Sachen gut, weil sie einen Vorteil von haben. Nein, guck mal, der Punkt ist, und das ist bei ganz vielen von uns so, wir müssen Leistung bringen, Erfolg bringen, weil wir dann erst von Mutti und Vati gut gefunden werden oder von der Neighborhood. Das ist ein Zwang. Und das führt an unserem eigentlichen Leben total vorbei, weil es geht nicht darum, anderen zu beweisen, wie toll ich bin. Das ist mein Plan, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sein will. Kevin, ich weiß, das habe ich schon gefühlt gerade. Sag ehrlich, Kevin, Yasuke, Yasin eventuell auch, das sind schon so Kandidaten, ihr seid schon so Kandidaten, wo ich schon ein bisschen Erwartung habe auf jeden Fall. Und ja, verstehe ich, was du meinst, aber das wird nie aufhören, ne, Kevin, das kann ich dir jetzt schon sagen, mit diesem Punkt, wo du sein willst, du wirst da nie hinkommen, das musst du dir bewusst machen, weißt du, und was du dir auch bewusst machen musst, ist, dass es immer Leute gibt, die jetzt schon von dir lernen können. Also egal, auf welchem Entwicklungsstatus du dich gerade befindest, wenn du dich schon entwickelst, gibt es immer Leute, die sich noch nicht entwickelt haben und die vielleicht gerade dich brauchen, der noch nicht so weit ist wie jemand anders, weil jemand anders vielleicht dann zu kompliziert Dinge erzählt und die damit nicht mehr resonieren können. Gibt es Leute, die dich vielleicht gerade brauchen, auf dem Level, wo du jetzt gerade bist, damit die dahin kommen, wo du jetzt bist. Und dann, deine Entwicklung wird man ja dann sehen und dann gehst du weiter und dann wirst du krasser und dann so. Verstehst du, wie ich meine? Oder jetzt müssen die mich in Anerkennung loben, ey, tolle Alufelgen. Darum geht es doch im Leben nicht. Um was geht es denn im Leben? Und diese Frage stellen sich die meisten Leute nicht. Die meisten Leute sind damit, wenn ich das noch weitermache, dann kann ich diesen BMW mir kaufen. Oder aber der andere ist dann endlich abbezahlt, weil darf jetzt nichts schief gehen, sonst muss ich ihn nur abgeben. Wie stehe ich dann da? Hast du auch abschieben müssen? Es ist immer nur, wie stehe ich jetzt da? Mhm. Vor anderen. Das heißt, es ist eine Welt ständig im Außen, die eine Vorgabe macht. Du musst noch über den Stock springen und es geht immer so weiter. So kommen wir aber nicht auf die Welt. Und wenn du Kinder hast, und ich habe welche, wenn du denen ein Geschenk machst, dann erlebe ich das ganz oft, dass sie mit dem Karton mehr spielen wie mit dem Spielzeug. Und das sind, weißt du, wir können ja in der aktuellen Krise, die wir in dieser Gesellschaft haben, auch eine große Chance erkennen, nämlich musst du wirklich regiert werden von Menschen? Ist es wirklich für dich lebensnotwendig, dass die richtige Partei gewinnt? Dann wird alles ganz anders. Nein. Wenn du wirklich etwas ändern willst, dann kannst du dir anschauen, du befindest dich letztlich in einem Film, geh mal raus aus diesem Demokratiekino, dieser Inszenierung von, dass von draußen dein Glück geregelt werden kann. Sag mal, das, egal welche Partei da kommt, egal, das bringt doch jetzt mir in meiner Beziehung eigentlich nichts. Ist so. Doch der Sinn meines Lebens nicht irgendwie besser, weil jetzt Facts. Find ich mal die weg, das ist eigentlich nur Rache, die muss weg und dann kommt der ran. Und was macht das Leben dann aus? Und die meisten haben... Die spielen mit unserer Hoffnung. Die wollen uns in der Ohnmacht behalten. Keine Ich helfe lieber tief statt breit, als also lieber fokussiert auf eine oder wenige Personen statt auf viele Leute und helfe nur an der Oberfläche. Mach, wie du fühlst, Bruder. Hauptsache, du hilfst. Warum mit einem...
Jeder hat eine andere Aufgabe hier. Tatsächlich einen authentischen Leben. Ich lese viel Eckhart Tolle und höre mir das auch an, was für mich schwieriger ist, weil der sehr langsam redet. Ja, Digga, das ist schon ein Test. Ich glaube, das macht der Eckhart auch bewusst so. Das ist schon der Test so, dass du ihm überhaupt 10 Minuten, 15, 20 Minuten zuhörst und da runterkommst, Digga, weißt du, wie ich meine? Und da dabei bleibst, auch wenn das nicht so TikTok-Brain-mäßig ist so. Das ist schon der Test, glaube ich. Das ist schon alleine, das ist schon egal, was der erzählt, alleine, dass du ihm folgst 10 Minuten, macht dich schon ruhiger. Aber der einfach auch Ratschläge gibt, der hat natürlich auch andere Leute gelesen, einfach sich mal in den Wald zu setzen und einfach mal zu schauen, dass da eine Blume, die steht da, in der totalen Stille und isst. Wild. Die ist perfekt. Die isst. Die verhält sich nicht. Wild. Eine Blume oder ein Fuchs oder ein Tier ist nie in einer Pose. Und wir alle sind in Posen. Deswegen inspiriert uns das auch so. Deswegen ist es so heftig, Tiere zu beobachten oder die Natur. Die imitiert nicht. Die hat keine Maske auf. Die ist einfach. Die ist real. Die ist echt. Die ist authentisch. Bro. Verstehst du, was ich meine? Wir sind alle in Posen. Wir tragen die richtigen Ketten, haben die richtigen harten Tattoos. Das ist ein Statement nach außen. Du weißt, was ich meine. Wenn du das richtig siehst, Mann, wie oft habe ich schon mittlerweile, das ist aber auch erst seit einem Jahr oder nicht mal, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich ein Tier beobachtet habe und Tränen bekommen habe einfach. Einfach so. Einfach so. Und das liegt genau daran, weil ich sehe, guck mal, das Tier ist einfach. Das inspiriert mich, das berührt mich, weißt du? Weil du im gleichen Augenblick, im gleichen Atemzug auch merkst, dass du selber eine Maske auf hast oft und nicht einfach nur bist. Mein Statement ist die Sprache. Jetzt bist du MC Boogie. Es ist ein Statement nach außen. Und da werde ich in meinen Kreisen, bekomme ich dafür Respekt. Und das letztendlich ist das... Das ist die Liebe, die ich in meiner Jugend nicht bekommen habe, versuche ich im Außen später durch irgendeine Art von Anerkennung wiederzubekommen. Und es wird immer ins Unglück. Oily-Vibes, Bro, safe. Weil es nicht, auf dieser Ebene ist es nicht zu kompensieren. Und ich glaube, dass wir bei der jetzigen Demokratiekrise lernen können, dass das, was wir uns von außen wünschen, Glück, Sicherheit und so weiter, dass das im Außen nicht zu bekommen ist. Und wenn wir uns abwenden davon, dass andere für uns die Eisen aus dem Feuer holen sollen, dann stört uns das auch nicht mehr mit P. Diddy oder Kara Lang, weil das sind andere Menschen. Die können uns nicht glücklich machen. Auch unsere Frau kann uns nicht glücklich machen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Ehe dafür da ist, dass wir uns gegenseitig glücklich machen. Das können wir gar nicht. Kommt vom Inneren, aber ich meine, jeder hat seinen individuellen Weg. Ich glaube, das ist, man kann es, glaube ich, nicht so über... pauschal über die ganze Weltbevölkerung spannen, wie ein Mensch zu seinem Glück kommen kann. Du hast da ganz andere Kindheitserlebnisse, du hast da ganz andere Sachen, die dich triggern und die du da wieder aufarbeiten müsstest und so weiter. So wie elitäre Kinder erzogen werden, dass man ihnen extra keine Liebe gibt und so weiter, damit sie später super erfolgreich sind, weil sie sich immer beweisen müssen. Das ist nicht der Weg jedes Einzelnen. Aber ich weiß, was er meint. Jeder hat natürlich eine andere Vorgeschichte, so, ne? Jeder hat ein anderes Leben gelebt, andere Programme in sich und ein anderes Level, auf dem er sich gerade befindet. Aber ich glaube, die Lösung ist für alle das Gleiche. Und zwar Bewusstsein, Ruhe, in sich selbst reingehen und sich selbst realisieren. Ich glaube, der Ansatz, wie man wieder dahin findet, zu Gott quasi, ist dann schon für Leute mit verschiedenen Lebenswegen der gleiche. Ich muss immer auf das Individuum selbst gucken und jeder hat seinen eigenen Lebensweg. Und es gibt Leute, die können durch materielle Sachen definitiv mehr Glück erlangen. Ob das jetzt langhaltig diese Leute wirklich glücklich macht oder nicht, das bezweifle ich auch. Die Frage ist, ob das wahres Glück ist oder vorgeheucheltes Glück. Sind die glücklich, weil die wirklich glücklich sind oder sind die glücklich, weil die eingetrichtert bekommen haben, dass Geld sie glücklich macht und deswegen sind sie glücklich? Weißt du, wie ich meine? Ist auch nochmal deep. Aber trotzdem sind wir doch in diesen Krieg reingeboren. Ich meine, wir kommen raus und heulen. So, also es ist einfach so, dass wir durch Schmerz geboren werden. Und wir können uns nicht von Negativität abspalten oder sie verteufeln oder wie auch immer, weil es einfach alles auch Erfahrungsprozesse sind, die wichtig sind für unser eigenes Wachsen, weil Negativität oft mit Fehlern zu tun hat. Und aus Fehlern lernt man. So, und das sind halt diese Geschichten, wo ich dann immer so ein bisschen gucke. Wenn ich mir zum Beispiel Kayvan angucke, du bist für mich ein sehr zwiegespaltener Mensch. Du stehst in einem
finde ich persönlich, großen Konflikt alleine da, in der Art und Weise, wie du dich verhalten hast, auch während der Corona-Krise und so. Ich habe auch Geburtstag. Für mich. Ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, meine Empfindung. Ist so, dass du so irgendwo so hängen geblieben bist zwischen Flucht und Kämpfen. So, das ist der innere Konflikt. Dualität, Digga, Yin und Yang. Weil irgendwo hast du... Ist immer so. Zurückgezogen. Und du hast auch die Tendenz, dich zurückzuziehen. Aber auf der anderen Seite kritisierst du. Und wenn du kritisierst, dann kämpfst du automatisch. Gegen etwas an, immer noch. Das heißt so, das passt einfach perfekt ins Menschenbild. So, das ist so dieses Schwarz und Weiß, Yin und Yang. Wir haben das in uns drin. Der Wählerstadt, da hast du recht. Ich bin auf der einen Seite jemand, der hat sein Leben lang gekämpft und den Konflikt gesucht, nach dem Motto, jetzt bin ich mal dran. Ich bin ja durch Sprache hochmunitioniert, da habe ich ja gute Karten. Auf der anderen Seite nicht. Aber das Ding ist, die Frage, die ich mir gestellt habe, bei Corona spätestens, was ist der eigentlich, es gibt ja den schönen und den wahren Grund. Was soll das? Und dass ich das Leben, was ich gelebt habe, gelebt habe und das, was du lebst, das haben wir uns ausgesucht, soll uns zu einer Erfahrung kommen. Und was ist das, wie bei The Sixth Sense, dass wir eben denken. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, Digga, sag ich dir ehrlich, ne? Mit diesem, das haben wir uns ausgesucht. Ich habe ja das Video, das letzte Video, ich liebe ja, wenn der Ken so philosophiert und deswegen ziehen wir uns das rein. Und ich habe ja letztens auch so ein Video hochgeladen, ne? Da habe ich einen Top-Kommentar bekommen. Wo ist das? Das kann man hier eigentlich mal kurz anbringen. Ich war lange ein Verfechter der Theorie, dass man sich seine Erfahrung in diesem Leben selbst gewählt hat. Bis ich mit Vergewaltigungs- und mit Missbrauchsopfern über das Thema gesprochen habe. In gewissen Fällen sind Erfahrungen für nichts gut und führen einfach nur dazu, dass die Betroffenen ihr Leben lang traumatisiert sind und somit gar nicht ihr wahres Potenzial entfachen können. Du kannst niemandem sagen, dass der als Kind vergewaltigt wurde, dass er sich die Erfahrung selbst ausgesucht hat. Das ist schon ein krasser Kommentar, so weißt du, wie ich meine. Und ich bin auch nicht überzeugt davon, dass wir uns dieses Leben, ich weiß nicht, ob wir uns das selbst ausgesucht haben als Seele oder ob wir es geschenkt bekommen haben, sage ich mal, oder bekommen haben von Gott dieses Leben. Weißt du, wie ich meine? So, da bin ich noch im Zwiespalt, ob wir uns das selbst aus... Manche sagen, du hast ja alles selbst ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich mir das alles selbst ausgesucht habe. Vielleicht hat Gott das für mich ausgewählt, damit ich diese Erfahrungen mache, aus einem bestimmten Grund. Was ich halt zu diesem Kommentar sagen möchte, ist, dass wir das alles nicht richtig verstehen können. Und ich fühle aber, was er meint mit dieser Vergewaltigung. Dass du jemanden, der als Kind vergewaltigt wurde, nicht sagen kannst, du hast dir das selbst ausgesucht, übernimm Verantwortung, selbst Schuld oder keine Ahnung, weißt du? Was ich aber denke persönlich ist, dass es vielleicht Dinge gibt, die wir nicht richtig erklären können und dass wir Erfahrungen machen müssen, wo wir nicht sagen können oder wo wir nicht fühlen, dass es jetzt was Gutes ist oder dass es jetzt, warum muss ich jetzt diese Erfahrung machen, Digga? Warum müssen so viele Kinder in Afrika sterben, weil die nichts zu essen haben? Wie kann Gott das zulassen? Weißt du, sagen ja viele Menschen so. Aber vielleicht verstehen wir gar nicht, warum das so ist. Warum manche Menschen durch dieses Leid durchgehen. Vielleicht verstehen wir das einfach nur nicht. Vielleicht können wir es einfach nur nicht checken und greifen, warum das so ist. Weißt du, wie ich meine? Oder was sagt ihr dazu, Chat? Und gerne auch bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Manche Prüfungen wiegen halt unfassbar schwer, das Warum dahinter schwer zu begreifen. Ja, Digga. Ja, safe. Ich verstehe das auch, weißt du? Ich fühle das auch, Bro. So, ist nicht so, weißt du, ich habe da nur drüber nachgedacht selber und habe mir gedacht, so krass, warum ist das so, weißt du? Aber vielleicht kann ich die Antwort gar nicht greifen so richtig, weißt du? Vielleicht kann ich es gar nicht checken, gerade wenn es mit so krassem Leid einhergeht, so, weißt du? Ja. Ey, die haben mich reingelegt. Um was geht es tatsächlich im Leben? Und ich glaube, weil du gesagt hast, es gibt ja, wir haben alle unterschiedliche Wege und jeder muss sein Ding. Es gibt doch etwas, was wir gemeinsam haben. Wir kommen mit nichts auf die Welt und egal wie erfolgreich wir sind, wir werden mit nichts gehen. Hm. Und was suchen wir? Wir suchen die Erfahrung, Mensch zu sein. Und ich glaube, egal ob du vermögend oder nicht vermögend bist, alle Menschen sind am Ende des Tages in diesem Erziehungssystem angstgesteuert. Und ich glaube, dass man für alle Menschen das Glück dahingehend definieren kann, sagen, Glück ist die vollkommene Abwesenheit von Angst.
Würde ich zustimmen. Weil wenn du nicht Angst hast, hast du Vertrauen. Wenn du hundertprozentiges Vertrauen hast, das wird, dass das gut ist, was kann dir passieren? Wie beim das siehst du aber den Menschen auch an, die dieses Mindset haben. So, das fühlst du denen auch an, weißt du? Wenn du mal so furchtlosen Menschen, die alles akzeptieren, wie es ist, begegnest, dann merkst du so, also mich inspiriert das extrem, wo ich mir denke, so, ja, Digga, das ist ja krass. Das fühlt sich richtig an. Das fühlt sich richtig an. Die Angst entsteht in deinem Kopf. Du selbst machst die Angst. Und Belasch, ich kann dir eins sagen. Wir alle haben am Ende des Tages irgendwo die Möglichkeit, oder ist so, dass wir Existenzangst haben, weil du musst deine Miete ja bezahlen. So, aber für mich ist es eben so, ich glaube fest daran, erstens, der Glaube kann Berge versetzen, steht so in einem sehr wichtigen Buch, aber das ist Quantenphysik. Mhm. Das ist Quantenphysik. Und jetzt stell dir mal vor, das ist tatsächlich so und du würdest aufwachen und es wäre tatsächlich so, dass das, was du dir vor, wenn du die Macht und die Technik hättest, durch die Vorstellung in der Welt zu sein und in der Welt die Dinge so zu regeln, wie du sie hättest und das würde den Menschen bewusst werden, dann könnten sie sich ja selber anführen. Dann bräuchten sie ja gar keinen Führer, der sie aus dem Dunkel führt. Dann müssten sie ja nur in sich hineingehen. Und wenn den Menschen und Gott finden, das klar werden würde, dann könntest du sie nicht mehr beherrschen. Und darin ja, ja, besteht die große Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass das durch organisierte Religion möglich ist. Sondern das muss jemand mit sich, weißt du, hat er gesagt, er glaubt nicht, dass das durch Religion möglich ist. Dass durch organisierte Religion möglich ist. Ich glaube, es gibt mehrere Wege dahin. Wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, wer sucht, der findet. Jeder von uns hat Gott in sich. Jeder von uns hat einen Teil von Gott in sich. Ich weiß das einfach, weil jedes Tier auch Gott in sich trägt und ich sehe das, Digga. Ich fühle das, Bro. Das ist göttlich. Die Natur ist auch göttlich. Das heißt, wieso sollten die das alle in sich haben und wir nicht? Wir haben das auch in uns. Und wenn du suchst, dann findest du. Du musst halt suchen und nicht aufhören. Bis zum Ende. So. Und deswegen finde, du wirst es finden, wenn du suchst. Und dann hast du eigentlich Antworten auf alles. Dann brauchst du niemanden im Außen mehr, der dir irgendwas erzählt oder irgendwas im Außen mehr. Du brauchst nichts mehr. Du hast die Antwort auf alles. Sondern das muss jemand mit sich, weißt du, das ist genau das, ich glaube, der Mensch, man sagt ja auch, der Mensch. Hast du diesen Weg gefunden? Im Ansatz, ja. Ich weiß, dass es so ist. Sagen wir so. Für mich. Ich will mich nicht hinsetzen und sagen, ich weiß die Antwort und die ist, ich kenne Gott oder so ein Shit. Aber ich weiß, dass es so ist. Weil es, ich hab's schon gesehen, ja. Schaffe ich es konstant, in diesem Zustand zu bleiben? Nein. Ist das meine Challenge im Leben und ist das das, was, worauf ich mich konzentrieren möchte bis zum Tod? Ja. Weil ich weiß und fühle, das ist die Antwort. Alles andere ist Ablenkung davon. Ist ein Tropfen in einem Ozean. Aber gleichzeitig ist auch der Ozean in einem Tropfen, wer wir wirklich sind. Wir haben unglaubliches Potenzial und unglaubliche Möglichkeiten, weil alles, was du hier siehst, ist basiert auf einer Idee. Aber woher kommt die Idee? Ich glaube nicht, dass wir die Ideen machen. Menschen sind wie Empfänger, die auf verschiedene Frequenzen Dinge erfahren und dann passiert es. Bei Künstlern, wie ist das passiert? Das hat sich ergeben. Das war an dem Tag einfach so. Da waren sie ein Medium. Wir sind alle ein Medium. Und ich glaube, was wir in der aktuellen Situation tun können, für uns mal vornehmen, hören wir doch mal auf, uns gegenseitig Angst zu machen, indem wir uns bewerten, wenn der meinen Vorstellungen nicht entspricht, wie er gerade rumläuft, was man, nur dann ist er cool. Finden wir, weißt du, eine Übung, die ich regelmäßig mache. Die Übung, die ich regelmäßig mache, weil ich versuche, das wirklich hinzubekommen. Das ist schwierig. Ich versuche wirklich angstfrei zu sein und das ist schwierig. Dass, wenn ich gehe raus und sage den heutigen Tag jeden Menschen, den ich treffe, auch wenn ich nicht kenne, dass ich nur denke, ich liebe dich. I love you, man. Oh. Das macht was mit dir. Love is in the air. Und das mach das mal, Digga. Das habe ich gemacht vor 10 Jahren ungefähr. In welchem Buch habe ich das gelesen? War das. In welchem Buch habe ich das? Das war eine Aufgabe in einem Buch. War das die 4 Versprechen? Nee. Ich habe irgendein Buch gelesen, dann war das eine Aufgabe. Oder war das von Bodo Schäfer, Digga? Nee, das war davor. Was war das nochmal? Ich habe das aus irgendeinem Buch. Da stand drin, geh raus und guck jeden Menschen so in die Augen, als ob du ihn liebst und als ob das dein bester Freund wäre.
Mach das mal. Guck mal, was es mit dir macht und wie die Menschen auf dich reagieren. Crazy. Mach das mal morgen, Freunde. Guck mal, was passiert. Das ist crazy. Macht auch was mit den anderen. Ja, ja, Digga, das ist crazy. Du musst nicht mal was sagen. Guck die einfach so an, als ob du sie liebst. Als ob das deine Familie ist, Digi. Mach das mal. Weißt du? Das machst du nur 2 Wochen. Lauf mal an einem Menschen vorbei und guck dir mal in die Augen und fühl richtig, dass du den liebst. Dann bist du den kennenlernst. Was machst du jetzt, wenn die Blendgranate kommt? Nein, jetzt im Moment stürmt sie, liebst du die auch? Weißt du, was ich meine? Einfach so, wir wissen, es gibt genügend Leute, auf die haben wir wirklich allen Grund, wütend zu sein. Nehmen wir jetzt mal den Herrn Lauterbach oder irgendeinen verfehlten Rapper. Oder der Klaus, Digga. Jemand, der die Idee verraten hat. Da wird man argumentieren können. Morgen 5 Schlägereien. Nee, Digga. Nee, Bro. Dass wir uns darauf einigen können, dass es ja wohl eine Arschgeige ist. Ich mach das immer im Bus und Bahn, seitdem keinen Stress mehr gehabt. So, ich mach das auch eigentlich daily, Digga. Jeden Tag. Nicht eigentlich. Ich mach das jeden Tag, Bro. Jeden Tag liebe ich random Menschen. Und ich denk mir richtig, ich liebe dich. Weil du so bist, wie du bist. Alle Arten von Menschen. Du brauchst die. Du brauchst die, weil anhand dieser Arschgeige positionierst du dich über ihm. Verstehst du? Ist ein interessantes Konzept, aber ja, es kann auch sein, dass du schützt. Ich merke schon, guck mal, ihr habt alle Beurteilungen im Kopf. In Berlin kommen die und fragen sich, was dein Problem ist. Nein, Bruder, guck die mal mit Liebe an. Die fragen dich nicht, was dein Problem ist, Bro. Die werden anfangen zu lachen oder überfordert sein mit der Situation und weggucken. Ja. Ja. Wenn wir sagen, dass wir P. Diddy kritisieren, mich interessieren seine ganzen Machenschaften nicht. Mich interessiert nur der Kindesmissbrauch. Ja. Das ist alles. In dem Augenblick schütze ich persönlich meine Gesellschaft und meine Nachfahren und das Vorankommen dieser Zivilisation. Wenn ich verstanden habe, dass Kinder der Kern der Zivilisation sind, muss ich, wenn ich schon kämpfe, und ich habe mich dazu entschieden zu kämpfen, ich renne nicht. Die Frage ist halt wirklich jetzt, ich mach das ja auch, ich bin da auch Belasch seiner Wave auch unterwegs, ich kämpfe ja auch in Anführungszeichen. Die große Frage dabei ist, naja, doch nicht, ich habe die Frage jetzt vergessen. Wenn ich schon kämpfe, dann kämpfe ich für den Outcome, wer das Prinzip des Stromes am besten bedient. Und zwar der Weg des geringsten Widerstandes. Und ich bin der Meinung, dass man die Wurzel angehen muss. Und die Wurzel ist die Leute, die Kinder kaputt machen wollen. Ja, das ist das Ding. Du hast recht. Weißt du, ich bin auch der Safe, Digga. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist, wie verändert man am meisten in der Welt? So, ich finde es ja auch sehr wichtig, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Gerade weil es die meisten Leute sich nicht trauen, diese Sachen auszupacken richtig. Und vor allen Dingen jetzt in dem P. Diddy-Fall zum Beispiel auch an die Hintermänner zu gehen und zu sagen, ey, da stecken Männer dahinter. Und die Männer, ey, da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, aber da stecken Leute dahinter, weißt du? So, und auf die aufmerksam zu machen, traut sich halt keiner. Aber ich frage mich auch, wie habe ich mehr verändert, indem ich darauf aufmerksam mache und das den Leuten zeige oder indem ich einfach ein gutes Beispiel bin und versuche, so viele Menschen wie möglich mit der Liebe zu beeinflussen. Ich glaube beides, jetzt gerade, wo ich es ausgesprochen habe. Ich glaube, beides ist wichtig. A sagen und B. Aber ich glaube, wenn du nur eins machst, dann also nur jetzt auf böse Sachen in der Welt aufmerksam zu machen, verändert nicht so viel, wie wenn du dich selbst veränderst. Und selber ein Beispiel bist, an dem sich andere orientieren können, die sich dann auch wieder verändern, die wieder andere anstecken damit so. Weißt du, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du dich selbst veränderst in die Richtung, wo du die Welt haben möchtest und ein gutes Beispiel bist, dass andere sich daran orientieren können. Wenn du im gleichen Atemzug noch auf Dinge aufmerksam machst und zum Beispiel dich für Kinder einsetzt und so, dann ist das Baba. So mache ich das, versuche ich auf jeden Fall. So etwas muss juristisch aufgearbeitet werden, aber für viele ist dieses Urteil noch etwas anderes. Sie urteilen über ihn, weil es ein inneres Bedürfnis ist. Es ist eine Form von, jetzt sind die anderen, jetzt kann ich... Das ist so, der hat recht. Mal treten. Das, man muss da das ist es, Bruder. Das machen viele, Bro. Wenn irgendjemand gerade angegriffen wird, auf dem rumhacken und auf den draufgehen und so, das habe ich ja bei mir auch gemerkt, wie diese ganzen YouTuber auf einmal aus allen Löchern rausgekommen sind und aus der Rap-Szene und überall auf einmal bei mir auf Instagram die ganzen Leute kommentiert haben, du Arschloch, du Hurensohn, du dies, du das. Es gibt Leute, die warten nur darauf, bis die endlich jemand anderen fertig machen können und auch draufgehen können, wenn der gerade am Boden liegt, so weißt du. Und das hat dann meistens auch mit deren eigenem
mit deren eigener Kindheit und mit deren eigener Welt zu tun, so, weißt du? Da geht's gar nicht um den Fakt oder um die Sache, die passiert ist. Da geht's einfach nur darum, jemand anderen fertig zu machen, damit man sich selbst besser fühlt, so. Und das ist halt auch brutal weit verbreitet im Internet, meiner Meinung nach. Klar, ehrlich sein. Natürlich. Weil auch ein P. Diddy, angenommen, es ist so, wie du sagst, auch ein P. Diddy ist ein Opfer. Brudi, du meintest, erst vor 10 Jahren hast du das auch gemacht und danach, dass du das jeden Tag machst. Was denn jetzt, Bruder? Vor 10 Jahren habe ich das zum ersten Mal gemacht. Mittlerweile mache ich das, ich habe das sogar vergessen, dass ich das vor 10 Jahren zum ersten Mal gemacht habe. Ich weiß auch noch genau wann, wo, in welcher Situation. Ich bin mit dem Fahrrad von mir zu Hause zu BMW gefahren, wo ich gearbeitet habe und habe jedem Menschen auf dem Weg in die Augen geguckt, als ob ich ihn liebe. Und hier in Mexiko habe ich einfach damit angefangen, weil ich das fühle mittlerweile. Ich liebe einfach alles und jeden. So, deswegen habe ich automatisch wieder damit angefangen. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Aber in den Jahren zwischendurch habe ich das nicht immer gemacht, aber manchmal. So nicht. Und wenn ich dieses Prinzip durchbrechen will, dann muss ich rausgehen, weil im Grunde ist es eben so, ich spiele nach ist ein Opfer. Klar. Die, angenommen, es ist so, wie du sagst, auch ein P. Diddy ist ein Opfer. Klar. Ja, weil 100, P. Diddy ist so nicht. Ja. Safe. Und wenn ich dieses Prinzip durchbrechen will, dann muss ich rausgehen, weil im Grunde ist es eben so. Ja, das ist halt die Frage, ob das dann was bringt, jetzt 10 Videos über P. Diddy zu machen, so wie ich das auch gemacht habe, und den zu exposen. Ist die Frage, Digga, weißt du, ob das was bringt? Ich spiele. Sollen wir gleich mal auf P. Diddys Reaktion auf das Video von Cassie-Schlägerei reinziehen? Nach Spielregeln, die mir die Allmacht geben, weiterhin für die Richtigen Böses zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wahrscheinlich. Ja, Digga, ja, ist so. Allmacht geben, die Allmacht geben. Ja, so. Du bist dann auf der richtigen Seite, machst aber die gleiche Scheiße wie die anderen Leute auf der falschen Seite. Ja, die Allmanns auch. Ich darf für die richtigen Sachen tun. Und das bringt uns nichts. Das fällt uns natürlich total schwer, weil wir sind erzogen, was richtig und falsch ist. Und jetzt bin ich mal dran mit draufschlagen. Ja. Wenn du das aber nicht mehr tust, wenn du dem gar keine Energie mehr gibst, dann nimmst du diesem System den Wind aus den Segeln, weil du anders lebst. So werden Soldaten gemacht. Du siehst. So, da sind wir bei dem Punkt, wo es eigentlich darum geht, selbst die Veränderung zu sein und nicht mehr daran teilzunehmen. Jetzt bei der IDF-Truppe, was die im Gazastreifen macht, die machen genau dieselben Videos und so, die sind auch gedrillt und so, jetzt sind sie mal dran, die sind so erzogen worden. Mhm. Und es führt natürlich dazu, dass dann wieder total aufgeladene Palästinenser sagen, das geht immer so weiter. Wer hat was davon? Mhm. Es gibt jemanden, der etwas davon hat. Aber es gibt eine Menge Leute, die nichts davon haben, und zwar alle, die beteiligt sind. Mhm. Es gibt etwas Höheres, was das so möchte. Und ich glaube, wenn man das spirituell mal sieht, zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht, dann stell dir die Frage, warum gelingt es Leuten, sich diesem Angebot zu widersetzen, die ein Leben legen wird, so, warum, es lohnt sich ja gar nicht, trotzdem eben tun, und andere machen das eben. Und das ist, du kannst dich hier entscheiden, du bist ja hier auf dem Planeten, um Entscheidungen zu treffen. Warum? Wir leben in einer polaren Welt. Wir nehmen die Welt polar wahr. Wie definierst du das mit polar wahr? Du weißt, was böse ist, ja? Weil du weißt, was gut ist. Du weißt, was hell ist, weil du weißt, was dunkel ist. Aber die Welt ist ja nicht so. Die Welt ist weder böse, noch ist sie gut. Sie ist auch nicht hell, sie ist auch nicht dunkel. Aber als Mensch nimmst du sie polar wahr. Aber du kommst aus einer Welt, aus der perfekten Welt, aus der Ewigkeit, da gibt es das nicht. Aus der Vollkommenheit, ja. Weil alles ist gleich. Du kannst als Mensch aber nicht denken, dass jemand gut und böse gleichzeitig ist. Hell und dunkel, das kannst du eben nicht. Aber das ist die... Doch, schon irgendwie. Man hat ja beides in sich irgendwie, ne? Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und wenn du auf diesen Planeten kommst, dann willst du die Erfahrung machen. Du musst lernen, du willst die Erfahrung machen. Das buchst du. Warum du das machst, das weiß ich nicht. Das kann ich mit meinem Spatzen nicht denken. Ich kann es nur... Ich glaube, erspüren in mich, indem ich mit dem Denken aufhöre. Sobald ich es in Worte packe, ist es immer falsch. Also es gibt einen super Satz, ohne den Tod würde der Mensch im Kreis gehen. Das ist ein hammer Satz. Stark, Digga. An dem Punkt machen wir erstmal Pause, meine lieben Freunde. Krasses Interview, richtig geile Themen, richtig philosophisch, und ich liebe das, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, ihr auch hier in meiner Community auf Leon Lovelock Highlights. Ich liebe euch auf jeden Fall. Danke wieder fürs Einschalten. Schreibt mir zu allen Themen, die wir hier besprochen haben, bitte eure Gedanken in die Kommentare rein. Und jetzt würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich lasse euch in Ruhe für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Digga.